Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 392. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Marvin. Hi, hallo, hallo. Und der Herr Basti. Gute und Grüße. Oder wie man in Weißrussland sagt, Privitanie, Privitanie. Großartig. Bevor wir gleich ein bisschen über Fußball und die DFL und so reden, da wir uns ja hier so einmal der Woche in dieser lustigen Runde sprechen, die allwöchentliche Frage, die wir momentan haben, wie geht's euch? Basti, Blut noch alles da, wo es hingehört? Ja, ja. Ich bin ja da erfahren, wie du gehört hast. Also das war ja kein Hinweis an mich, sondern an unerfahrenere Leute. Mir geht's, ja, wie soll's mir gehen? Keine Ahnung, Alter. Das ist eine schlechte Frage gerade. So läuft halt irgendwie so vor sich hin. Man dämmert weiter ins Leben hinein. Ja. Ja, also heute ist ein besserer Tag tatsächlich. Gibt immer, ja, tatsächlich. Ja, es gibt gute und schlechte, genau, das ist ein gutes Ding. Es gibt gute und schlechte Tage. Ja, okay. Ja. Heute finde ich es ein bisschen. Ich schwanke derzeit zwischen schlechten und ganz schlechten Tagen irgendwie. Ich weiß nicht, von Tag zu Tag steigt mein Hass auf die Menschheit. Okay, dann das bin ich ja froh, dass du das. Da würde ich jetzt gerne eine Nachfrage stellen. Ja. Weil ich den Fehler gemacht habe oder weil ich versucht habe, Kommunikation in Social Media nachzuvollziehen und nachzulesen und das einfach ein großer Fehler war und ich auch generell so ein bisschen einfach sehe, dass viele Leute gerade so ein bisschen. Ich glaube, du hattest es auch bei 93 irgendwie schon gesagt, so zwanghaft immer versuchen, den anderen Leuten irgendwie ihre Meinung aufzudrücken und den anderen auch irgendwie nichts gönnen, sondern prinzipiell immer alles erstmal doof finden. Und das finde ich dann wiederum doof. Ich empfehle Listen tatsächlich. Ich würde echt, leg dir Listen an von Leuten, wo du echt nur liest und vielleicht auch nur in diesen Zeiten oder so, weißt du? Ich glaube, Corona-taugliche Twitterer. Also. Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich hilft es. Also ich habe auch so eine Liste von Leuten, bei denen ich alles lese, bei denen ich weiß, dass was ich lese, ist für mich jetzt kein, oder stellt mich vielleicht auch vor Herausforderungen, aber mit denen kann ich besser umgehen als das, was sonst in der Twitter-Blase so passiert. Und ich glaube, das ist echt von Vorteil. Also das ist auch der einzige Grund tatsächlich, warum ich der ganzen Plattform noch nicht schon vor viel längerer Zeit irgendwie Ciao gesagt habe, weil ich liebe ja Twitter. Ich finde Twitter an sich total geil, aber es ist halt manchmal anstrengend und das merkst du natürlich dann auch, das hast du ja eben auch artikuliert. Und das ist halt echt eine Option zu sagen, okay, mit den Listen, dann kann ich auch in schwierigeren Zeiten sehr, sehr gut damit umgehen. Weißt du? Ja, vielleicht sollte ich das tatsächlich mal tun. Ich habe es dann zwischendrin einfach mal so 2-3 Tage zugelassen, weil ich es halt ernsthaft nicht ertragen habe. Ich bin jetzt aber gespannt, ob ich irgendwann die Nachricht kriege, du bist in der Renés Liste. Und wenn ich das nicht kriege, weiß ich ja Bescheid. kleiner Tipp, meine Liste ist privat und da bekommt niemand mit, dass er in der Liste ist. Ah, ich verstehe. Okay. Ich kann sagen, Marvin, ich war ja ein bisschen nah. Wir können ja mal Listenvergleich machen. Ich habe auf jeden Fall eine sehr große, ich habe eine sehr lange schwarze Liste auch. Ja, die wächst bei mir auch irgendwie so tageweise gerade, ja. Der Mute-Button ist ein sehr hilfreicher. Ja, auch den habe ich in letzter Zeit sehr stark genutzt. Der Mute-Button ist tatsächlich gut für Dings, gell? Also du willst nicht, dass die Person dich anspricht, warum du sie blockiert hast. Da hätte ich jetzt tatsächlich weniger Probleme mit. Aber der ist schon in vielen Fällen relativ hilfreich, das stimmt schon, ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt auch jetzt einfach daran, dass jetzt erneut nach 2 Wochen Schulferien, wo jetzt nicht irgendwie tägliche Aufgaben waren, jetzt wieder dieses Thema mit Schulaufgaben in diesen Tagesablauf reingerutscht ist, was natürlich dann auch nochmal so eine Komplexitätsstufe immer oben drauf setzt, das noch irgendwie so im Ablauf mit Arbeit und Gedöns irgendwie zu bewerkstelligen. Und wir gerade auch intensiv drüber nachdenken, ob wir jetzt unseren Sommerurlaub stornieren oder nicht. Das ist dann auch so ein Punkt. Wo ist denn der Urlaub? Wir wollten eigentlich nur an die Nordsee, was ja prinzipiell möglich wäre. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob zu dem Zeitpunkt da die Sachen dann irgendwie schon wieder aufhaben oder ob jetzt aufgrund, weil jetzt Leute meinen, sie müssen sich irgendwie aufeinander werfen im IKEA, diese ganzen Maßnahmen nochmal verschärft werden. Und dann einfach irgendwie im schlimmsten Fall noch bei schlechtem Regenwetter in einer teuren Ferienwohnung zu sitzen, da habe ich halt auch keinen Bock zu. Das
zu überlegen. Oder du machst dir ein Baumhaus. Machst dir selbst ein Baumhaus. Dann hast du relativ gute Chancen. Das ist richtig. Mir fehlt allerdings der Baum im Garten dafür. Gut. Ich habe ein schönes Bild gerade im Kopf gehabt. Da siehst du René in sein Baumhaus zum Fernglas. Ja, genau. Dann, so ganz das Teil. Und nebendran hat er den Block, wo er die Nachbarn aufschreibt, wenn sie wieder zu genau so ewig parken. Hm? So alles klar. Hat nicht verstanden. Liebe Grüße an der Partei. Ja. Ich glaube, so Fensterrentner, das wäre in der Tat jetzt noch so ein Nebenberuf, an den ich mich jetzt gerade gewöhnen könnte. Ich würde die Leute auch einfach in Grund und Boden motzen, egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Würde mich ja fast mal interessieren, ob du bei unserem aktuellen Thema des Tages, könnte man fast sagen, auch so motzig unterwegs bist. Jetzt habe ich dir die Vorlage geliefert. Das ist eine hervorragende Vorlage. Das war ein Uwe Beinpass. Alter. Das war, aber mit ohne Bein. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der René Quoike oder ihr Boah ist. Also wenn ich mir meine Oberschenkel so angucke, dann definitiv Quoike, allerdings nicht mit Muskeln. Das ist das einzige Problem dabei. Ja, aktuelles Thema des Tages, die aktuellen Pläne der DFL, und auch die haben mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen oder eigentlich auch viel mehr da. Ich habe auch da wieder den Fehler gemacht und habe mir Meinungen von anderen Leuten dazu durchgelesen, wobei ich jetzt ganz explizit unsere Twitter-Community hier außen vor nehme. Ich hatte nämlich vorhin auf Twitter auch mal gefragt, wieso die Meinung unserer Community da eben zu dem ganzen Thema ist, und die waren da, hatten zwar auch alle ihre Meinung, aber die haben das in einer sehr adäquaten Art und Weise vermittelt und nicht so dieses, die Bundesliga ist scheiße und alles ist doof und wie können die denn und haben die noch alle Latten am Zaun und oh. Also es ist schwierig. Aber fangen wir doch vielleicht mal an, die Fakten runter zu dingsen. Die DFL hat sich ja am Donnerstag, was gestern war, wieder in so einer Videokonferenzschalte zusammengetroffen, und danach gab es wieder die übliche Pressekonferenz von Seifert, wo er Folgendes gesagt hat. Ich habe das jetzt hier mal so stichpunktartig zusammengeschrieben. Einmal das Thema mit diesem Starttermin, der ja da immer so ein bisschen rumgeistert, da hat er ja ganz klar gesagt, wir treffen keine Entscheidung über einen Starttermin, sondern die Entscheidung trifft die Politik. Wenn der Tag X kommt, stehen wir aber bereit, und sie haben nach wie vor den Plan, die Saison bis zum 30.06.2020 zu Ende zu spielen. Dann hat er gesagt, dass es mit den Medienpartnern eine Vereinbarung gibt, dass sie quasi jetzt schon, bevor gespielt wird, quasi diese vierte Tranche dieser Fernsehlizenzgelder auszahlen, und dass es auch Vereinbarungen gibt, sollte die Saison abgebrochen werden, wie etwaige Rückzahlungen getroffen werden. Ein Tag später kam ja dann noch hinzu der Hinweis, dass es tatsächlich wohl so ist, dass erstmal nur ein Drittel ausgezahlt wird und der Rest dann quasi pro gespieltem Spieltag. Also das wird wahrscheinlich diese Regelung sein, von der er dann da gesprochen hat. Dann hat er auch was gesagt zu dem Konzept, wie viele Spieler und wie viele Personen sich generell im Stadionraum aufhalten sollen. Das ist zum Beispiel bei der Bundesliga 98 Personen im Innenraum und 115 im Außenbereich für Fernsehübertragung, Sicherheit, whatever. Und dann kam der wahrscheinlich spannendste Teil, nämlich dass sie Vereinbarungen mit unterschiedlichen Laboren getroffen haben, eben zu dieser Testthematik, und dass das eben nur ein sehr geringer Anteil der verfügbaren Testkapazitäten wäre, die die DFL dort nutzt. Und dann haben sie noch gesagt, dass aus diesem, was war das, wie haben sie es genannt, dieser komische Corona-Fonds oder was auch immer, wo ja, Bayern, Leipzig, Wolfsburg, glaube ich, auch irgendwie Geld eingezahlt haben, dass sie da 7,5 Millionen rausnehmen und damit insgesamt 25 Vereine der dritten Liga und Frauenbundesliga unterstützen und das quasi zu gleichen Teilen da verteilt wird. Das war so die Faktenlage. Und ich versuche das jetzt mal so aus meiner Sicht so unterschiedlich zu bewerten, und das ist, glaube ich, auch so ziemlich das, was ich so in dem Feedback unserer Hörer und Hörerinnen gesehen habe oder gelesen habe, dass man, glaube ich, wenn man die DFL als Wirtschaftsunternehmen sieht, das ein aus meiner Sicht sehr adäquater Versuch ist, sein Geschäft wieder ans Laufen zu bringen, um nicht irgendwie total in die Grütze zu fahren. Mhm. Als Fußballfan, der jetzt keine Geisterspiele mag, aber gerade eben doch sehr stark dran struggelt, dass einem einfach, und das wiederhole ich jetzt ja auch schon seit Wochen, dieser Fixpunkt am Wochenende fehlt, fände ich es tatsächlich auch okay,
könnte aber auch damit leben, wenn man jetzt einfach sagt, es macht keinen Sinn und wir schmeißen es halt einfach weg. Also da bin ich noch so sehr, sehr unentschlossen gerade mit mir. Ich finde das Vorgehen jetzt erstmal okay. Ich glaube, sie haben sich in Summe einfach ein bisschen damit verzockt, dass sie zu früh irgendwie versucht haben, über diese Aussagen von Söder und Laschet, die da irgendwie Anfang der Woche in diesem Bild-Zeitungs-Statement gegeben sind, das Ding in eine Richtung zu schieben und zu viel Gegenwehr dafür bekommen haben und dann zu schnell umgekippt sind. Das war kommunikationstechnisch schlecht gemacht. So. Jetzt musst du irgendeine Überleitung finden. Jetzt muss ich irgendeine Überleitung finden. Weil du 5 Minuten am Stück geredet hast. Marvin, du bist doch hier der Kommunikations-Johnny. Nee, du musst, na gut, egal. Also die Sache ist natürlich, du hast jetzt 1000 Punkte angesprochen, ja. Jetzt müssen wir natürlich... Mit welchem möchtest du antworten? Naja, also ich finde, bleiben wir mal bei der persönlichen Ebene, und die persönliche Ebene ist natürlich die, die am schwächsten vielleicht ist, aber ich würde, ach nee, Quatsch, das behandeln wir nachher, weil ich glaube, das ist vielleicht das für uns das Wichtigste und das hat dann eine Ausstrahlungswirkung auf die Eintracht. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, und du hast ja richtig gesagt, das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen, ne? Und Basti und ich, wir haben ja gestern auch schon für Hessenschau kurz darüber kommuniziert, und das ist ja genau das Gleiche. Es ist im Endeffekt so, das ist ein Wirtschaftsunternehmen und muss natürlich irgendwie sehen, wie sie wirtschaftlich bleiben, wie sie wahrscheinlich Geld generieren können. Und das haben sie, glaube ich, finde ganz ehrlich, ich finde die Idee, das jetzt so zu machen, natürlich haben sie auch ein bisschen den schwarzen Peter jetzt wieder an die Politik geschoben, muss ja auch sein, weil die haben die letzte Verfügungsgewalt, sie sind diejenigen, die im Endeffekt sagen, go oder no. Aber ich finde die Ausarbeitung gleichzeitig auch mit den 500.000, die gespendet werden, gleichzeitig die Bemühungen, dass du auch sagst, okay, wir wollen die Bevölkerung möglichst wenig belasten und so weiter und so fort. Wir kaufen Labormittel zu, das ist eine Möglichkeit. Und dann noch der Solidarfonds für die Drittligisten. Ich finde, da sind schon viele gute Aspekte drin, wo ich auch mal sagen muss, bei aller bestätigten und verständlichen Kritik ist es auch etwas, was mir den noch mal ein bisschen zugute halten könnte. Basti, oder was meinst du? Ja, ich hatte ja, wie du schon angesprochen, wie du gesagt hast, in der Hessenschau schon diesen positiven Aspekt probiert zu vertreten, weil es tatsächlich, und ich bleibe dabei, ich habe es bei 93 auch schon gesagt, so eine abschließende Meinung habe ich dazu nicht. Das heißt, ich kann hier nur Tendenzen wiedergeben. Das heißt, mir ist die Informationslage viel zu unklar, weil wir auch alle bei diesen Gesprächen nicht dabei sind. Wir haben alle keine Ahnung, wie sich diese Maßnahme auswirkt. Wir haben keine Ahnung, wie sich diese Lockerung auswirkt. Das haben ja selbst die ganz nah dran sind, teilweise erst mit 2 Wochen Verspätung. Also dieses Ding, ich bin tatsächlich, und fühlt sich für mich auch ein bisschen komisch an, ich bin in dem Fall tatsächlich pro DFL. Weil ganz ehrlich, dass die einen Plan entwickeln, wie die Saison zu Ende bringen können, finde ich zu 1000% verständlich. Also das wäre jetzt fahrlässig. Stell dir mal vor, Politik würde sagen, ja, was ist los mit euch? Und dann sagen die, nee, wir haben gar nicht dran gedacht, scheiß auf die Bundesliga. Also das Szenario sehe ich gar nicht so. Also es ist klar, dass die sagen, okay, so und so könnten wir es machen. Und was Marvin sagt, Marvin hat es schwarzen Peter genannt, natürlich ist es für die eine komfortable Situation, weil die können es gar nicht entscheiden. Die DFL kann ja nicht sagen, ja, nee, wir machen nichts. Wir fangen jetzt an. So. Also das geht ja gar nicht. Es wäre ja auch vermessen. Ich meine, man hätte vielleicht noch, und das wird ja mit Sicherheit auch passiert sein, zu sagen, dass man irgendwelche Empfehlungen abgegeben hat oder irgendwas, aber vermessen zu behaupten, sie können es alleine entscheiden, hätten sie ja nicht tun können. Also geht ja rein rechtlich nicht. Ja, genau. Es sagt auch keiner, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, liebe Grüße an den Handball, der mir jetzt richtig auf den Sack geht. Ja, wieder. Das ist wirklich also, kommen wir gleich zu vielleicht. Ja, ja. Ja. Nee, aber die haben ja einfach abgebrochen, ohne abzuwarten, was die Politik sagt. So. Also da wurde ja gesagt, okay, wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass die wahrscheinlich viel mehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind, als auf Fernsehgelder. Genau. Ja, ist deswegen richtig. Der Horizont für die ist viel weiter weg. Ja. Zu denken, wann kommen hier wieder irgendwelche Szenarien ins Spiel, wo wir was machen können. Das ist beim Fußball ja trotzdem anders. Das ist blöd für uns, aber wir haben es ja trotzdem auch immer wieder gemerkt. Wir hatten so oft Diskussionen, dass man merkt, dass der Fernsehzuschauer mehr zählt als der Stadionbesucher. Das merkst du an den Anstoßzeiten, das merkst du an vielen, vielen Dingen, das merkst du an, wie du dich fühlst, wenn du auswärts fährst und so weiter und so weiter. Ja. Das wussten wir ja. Und das kommt ja hier zum Tragen. Zu denken, okay, die wollen einfach das durchziehen, weil die wollen zumindest die Fernsehgelder haben, weil die dann sagen, okay, wir bieten euch das Produkt. Und wahrscheinlich sind die da auch in dieser, in Anführungszeichen, komfortablen Situation zu sagen, ja Leute, in den Verträgen steht nichts drin, ob wir euch Spiele mit Zuschauern oder ohne Zuschauer bieten. So, also, weil es gibt ja auch immer mal wieder diese Szenarien zu denken, Geisterspiele, dann sind mal Blöcke gesperrt. Also dafür kann ja dann die DFL nichts. Das heißt, die wollen so ein bisschen das Geld haben, die arbeiten alle zusammen.
Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Medienanstalten auch ein Produkt haben wollen. So, also ganz ehrlich, liebe Grüße an DAZN, die sind ja komplett ciao. So, also da läuft ja gar nichts gerade. Also die müssen sich ja auch irgendwie umschauen. Das heißt, von dieser Warte aus, um das zusammenfassend zu sagen, verstehe ich komplett, dass die DFL da einen Plan hat. Und die kann sich tatsächlich in dem Sinne auch zurücklehnen, zu sagen, ey, ganz ehrlich, wir haben das der Politik vorgestellt. Söder und Laschet haben sich geäußert, dann wurde es wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber im Endeffekt werden die gesagt haben, so und so könnten wir es machen. Vergleicht das bitte mit den Lockerungen, die ihr auch gemacht habt. Darf man auch nicht vergessen zu sagen, wenn hier irgendwie ein Laden aufmachen darf, der irgendwie bis zu 800 Quadratmetern hat und so weiter und so weiter. Und Firmen bereiten sich ja auch drauf vor und sagen, ey, das und das Konzept haben wir. So und so, wenn wir dürfen, machen wir wieder auf. Das machen die ja nur. Die müssen ja jetzt warten, ob das, was vorgestellt wurde, im Endeffekt ist es ja ein Pitch. So, du pitchst was, genau. Aber du kannst ja nicht entscheiden. So, so können, die ist Politik kann ja auch sagen, nee, dürft ihr nicht. Und dann habe ich nicht den Eindruck bei der DFL gehabt, in den Pressekonferenzen vorher, dass die dann irgendwie beleidigt sind. So. Weißt du, was ich meine? Sondern dann sagen die, ja gut, Leute, wir sind auf euch angewiesen. Mit Christian Seifert tatsächlich in dieser Phase hat er tatsächlich sehr gut kommuniziert, muss ich sagen. Also ich fand nicht, dass irgendwie da das rüberkam, als wäre das ein riesen Arschloch. Sondern er hat gesagt, Leute, so und so ist es. Ich muss gucken, dass ich vertrete hier die Vereine, die auch irgendwie Probleme haben. Haben wir auch alle gemerkt so. Liebe Grüße nach Bremen und Schalke. Das ist halt so. Also meine Güte, ich glaube nicht, dass man der DFL das vorwerfen kann. Und selbst wenn es erlaubt werden würde, kannst du den, dann musst du es der Politik vorwerfen. Dann musst du sagen, Leute, was soll das? Warum darf hier ein Baumarkt aufmachen? Ganz ehrlich, warum darf hier eine Kirche irgendwie wieder was machen? Und warum darf die Bundesliga spielen? Die DFL entscheidet es ja nicht. Aber ich finde krass, dass die einen Shitstorm abkriegen teilweise für Sachen, die finde ich selbstverständlich so. Also ich finde selbstverständlich, dass die sich darauf vorbereiten, das machen zu wollen. Ob das dann richtig ist, steht für mich auf einem ganz anderen Blatt. Und da muss man die Diskussion ja differenzieren. Ja. Keiner von uns weiß doch, was passiert, wenn die das machen. Und oder ob dann irgendwie wieder irgendwie, keine Ahnung, die Zahlen steigen oder was weiß ich was. Das wissen wir doch gar nicht. Keine Ahnung. Wirst du aber auch den Punkt wirst du nicht, aus meiner Sicht, nicht so 100% nach aktueller Möglichkeit auseinander biegen können. Weil wer sagt denn, ob... weil in dem Moment die Bundesliga wieder spielt und halt auch gleichzeitig eine Woche später die Zahlen hochgehen, dass das zusammenhängt. Das kannst du doch gar ja, nicht so genau ja, sagen. Aber das ist die Gefahr, die DFL hat, weil dann genau diesen einfachen Weg, den du gerade beschrieben hast, den werden manche dann gehen. Ja genau, das hatte ich ja glaube ich die Woche auch schon mal, als du Marvin mit dem Kollegen Reich da auf Twitter diskutiert hast, wo ich auch gesagt habe, das wird am Ende keiner mehr differenzieren, sondern die werden das zusammen in einen Topf werfen und dann sagen, die Zahlen gehen hoch, weil die Bundesliga spielt. Dass eine Woche vorher die Leute sich beim Ikea an der Kasse geprügelt haben, das fällt denen dann halt nicht mehr ein in dem Moment. Ja, aber dafür müsste man doch eigentlich eine Lösung finden, weil ganz ehrlich, die Bundesliga wird ja trotzdem dann weitestgehend in ihrem Kosmos bleiben. Und dann da musst du gucken, und das ist für mich die viel größere Gefahr. Ich sehe die gesellschaftliche Gefahr von der DFL gar nicht so sehr. Ich sehe, weil das ist trotzdem so ein abgeschlossener Kreis. Die sind nicht mitten in der Gesellschaft. Also die gehen nicht kicken und gehen dann irgendwie auf die Zeile und verbreiten das da. Nee, das hatte ja auch die ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, die eine Virologin, die da mit dabei war, die auch gesagt hat, die Spieler und Verantwortlichen und Beteiligten bekommen auch neben Hygienemaßgaben, Vorgaben im Stadion auch ganz klare Vorgaben für den Privatbereich. Also du kannst davon ausgehen, dass die auch die Vorgabe bekommen, sich auch im privaten Bereich, soweit es geht, irgendwie zu distanzieren und zu isolieren, um da eben auch keine Übertragung irgendwie stattfinden zu lassen. Also ganz ehrlich, dann höre ich auch auf. Ja, Basti? Nee, ich wollte nur noch den einen Punkt einwerfen, den ich eben ansetzen wollte, ist, ganz ehrlich, die DFL muss sich auch Gedanken machen. Das finde ich gar nicht so, das finde ich ein bisschen unterschätzt und geht auch ein bisschen in der Diskussion unter. Das ist ja vielleicht trotzdem auch eine Gefahr für die Spieler selber. Ja, was ist denn, wenn sich ein Spieler infiziert und der Krankheitsverlauf ist schwerer, als man sich das vorstellt? Weil es ist ja trotzdem nicht so, dass du sagen kannst, ach hier, Conora, das bekomme ich nicht und bla bla bla. Das ja, ist ja, also das ist ja trotzdem eine Sache, wo es auch Fälle gibt, die in einem gewissen Alter sind. Was weiß ich, was für ein Bundesligaspieler an der und der Stelle irgendwie vielleicht eine Gefahr hat. Marvin und ich haben wieder den Vergleich beim Wrestling, weil das ist eigentlich ganz gut, weil da ist das alles so ein bisschen weiter vorher schon passiert. Die wollten auf Gedeih und Verderb das durchziehen, haben die teilweise auch gemacht, dann ohne Zuschauer. Da sind dann einzelne Wrestler und ich denke hier an Roman Reigns, der irgendwie auch eine Vorerkrankung hatte, der hat Leukämie besiegt. Ja. Der hat dann auch gesagt, Leute, nee, ich spiele jetzt, ich wrestle jetzt nicht. Und es wird mit Sicherheit auch Spieler geben, die sagen, boah, nee, das traue ich mir nicht zu. Also das muss ja auch geklärt sein. Was passiert denn? Stell dir mal vor, irgendwie ein Bundesligaspieltag und zwei Wochen später liegt einer auf der Intensivstation. Das ist der auch ein Szenario. Die müssen ja noch nicht mal, also man muss ja noch nicht mal so weit gehen, aber es ist ja, wie du schon sagst, auch ein gewisses Risiko für, oder ein viel größeres Risiko für die Spieler tatsächlich, deren einzige,
deren einziges Mittel, was sie momentan haben, um Geld zu verdienen oder in vielen Fällen, ist halt eben der Fußball. Du musst ja jetzt noch nicht mal sagen, die liegen auf einer Intensivstation, aber was ist denn, wenn ein relativ junger Spieler, der jetzt versucht, sich da irgendwie durchzukämpfen und zu beweisen, danach eine so starke beeinträchtigte Lunge hat, weil irgendwie nicht so ganz optimal gelaufen, dass er halt einfach nicht mehr fit ist, um Fußball zu spielen. Dann ist dessen Karriere mit Anfang 20 halt einfach rum. So. Das ist natürlich auch ein gewisses Risiko und das müssen die natürlich da auch irgendwie mit einpreisen. Also ich sehe, wie Basti schon sagt, auch das Thema eher da als gesamtgesellschaftlich und nochmal, um auf das, dieses Wirtschaftsthema hinauszukommen. Ich kann die DFL verstehen, dass sie das versucht und dass sie das auch jetzt versucht, weil wer sagt uns denn, dass wenn die neue Saison zum August, September, Oktober, whenever sie anfangen mag, anfängt, das Thema wird ja dann nicht durch sein. Das hört ja jetzt nicht einfach nur, weil die Bundesliga am 30.06. gleich die Saison rumgebracht hat oder weil man die Saison jetzt abbricht, heißt das ja nicht, dass das Thema dann danach für immer und ewig vergessen ist. Ja, jetzt haben wir Marvin zweimal unterbrochen. Entschuldigung, ja. Ich habe jetzt gerade auch gar keinen Bock, was zu sagen. Man sagt, redet mal kurz weiter, ja. Also, weil es sind andauernd irgendwelche Punkte. Mach ja, mal weiter, wenn es geht. Entschuldigung. Ja, mach mal weiter. Ja, also schwierige Situation und ich glaube auch tatsächlich an der Stelle schwierig für wirklich alle Beteiligten in dem Ding. Und die DFL steht da jetzt, oder die Seifert steht da halt jetzt gerade sehr irgendwie in diesem Leuchtfeuer, aber das hat ja auch einfach ganz große Auswirkungen auf die Planung von den Vereinen in diesen Ligen und die Vereine in den unteren Ligen sind da ja noch weitaus mehr betroffen als die Vereine in den oberen Ligen. Ich würde jetzt tatsächlich das nochmal trennen, weil Marvin hat ja recht, wir haben jetzt verschiedene Punkte angeschaut. Lass uns mal bei dem Punkt bleiben mit der Gesundheit, Marvin. Wie siehst du das denn? Die Umsetzbarkeit, sagen wir mal, die Gesellschaft würde es akzeptieren, die Politik würde es erlauben. Dann sind die Probleme ja nicht weg. Welche Probleme siehst du denn in der Umsetzbarkeit? Weil ich habe noch gar nicht so viele Szenarien im Kopf, was da passieren könnte, weil eigentlich spielen die ja trotzdem Fußball und die grätschen und schwitzen und was weiß ich was. Also das ist ja, so ohne scheint das ja gar nicht zu sein, oder? Du musst wahrscheinlich wirklich das, was du wirklich tun musst, ist, dass du die halt wirklich einkannen, du musst die einkasernieren. Also es geht ja gar nicht anders. Du musst die wirklich weglassen von der Restöffentlichkeit, um das herzustellen, dass du eine gewisse Sicherheit hast, dass die sich halt nicht anstecken. Ne? Also das muss komplett steril passieren. Das ist ja genau das Schwierige, dass du sagst, okay, du nimmst alle Fußballer und die packst du in unterschiedliche Hotels und die, selbst in den Hotels darfst du eigentlich auch noch nicht mal den Bediensteten begegnen. Das heißt, du musst irgendwie essen, muss irgendwo hingestellt werden, dann kannst du es holen und so weiter und so fort. Und die Leute, die du in deinem Umkreis siehst, die müssen halt regelmäßig getestet werden. Und dann kann das natürlich, dann gibt es ja, dann, was du jetzt, Basti ja glaube ich auch bei 93 mal kurz erwähnt hattest, dann kannst du für einen kleinen Moment diese, also so ein Mikrokosmos, wo die Krankheit ausgerottet ist. So, weißt du, das ist dieser kleine Bereich. Und wenn du das hinbekommst, dann brauchst du ja nicht ganz so viele Sorgen machen, weil ich glaube, wenn das wirklich so ist, dass jeder nur seine eigenen Mitspieler sieht, oder die Gegner und so weiter und so fort und alle halt nicht diesen Virus in sich tragen, dann kann das laufen. Und dann ist es auch egal, ob die schwitzen, weil es ist halt ein Vollkontaktsport, ne? Es ist halt ein großes Risiko, aber die Frage ist halt, ob das halt durchhaltbar ist, ne? Also ich meine, inwiefern nehmen wir dann Leuten ihr Persönlichkeitsrecht weg? Und was da die ganz wichtige Sache halt auch noch ist, du musst es offenstellen. Du kannst, glaube ich, niemanden, keinen Spieler dazu zwingen. Aber was René gesagt hat, von wegen, ja, so Fußballer und so weiter und so fort, ob die das irgendwie machen wollen, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, dass es extrem viele Fußballer gibt, die am liebsten gerade spielen würden. Und es gibt neue Untersuchungen von Ärzten und auch also psychologische Untersuchungen für Fußballer, die beweisen oder besagen, dass halt sehr viele Fußballer gerade unter die Situation leiden, weil die halt nicht Fußball spielen können. Mhm. Das heißt, das ist deren Legitimationspunkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir definieren uns vielleicht irgendwie durch was anderes, weil wir unsere Arbeit noch bestreiten könnten. Wenn keiner seine Arbeit jetzt aktuell in dieser Corona-Zeit nachgehen kann, dann geht es ihm auch noch schlechter. Also ja, so und das können halt die Fußballer gerade nicht. Das heißt, die haben noch weniger Möglichkeiten, Dinge gerade zu tun, außer in PlayStation zu sitzen oder ihren scheiß Instagram-Kanal zu pflegen. Und das ist halt, und wenn die dann wirklich wieder spielen können, ist es auch ein bisschen Freude für die. Das ist nicht nur die Rezipientenfreude, sondern vielleicht die Freude auch für die Spieler selbst. Und ich glaube, das würden halt auch trotzdem viele wollen. Ich gehe da auch davon aus. Ich glaube tatsächlich, dass
die Szenarien, die wir jetzt gemacht haben, die werden die sich ja noch detaillierter irgendwie ausgemalt haben, zu sagen, was passiert, wenn sich einer angesteckt. Da wurde so ein bisschen gesagt, dann wollen die das irgendwie verheimlichen, beziehungsweise das wird dann nur intern kommuniziert. Das war sehr dubios, wie sich das angehört hat, ne? Genau. Das sind diese Kleinigkeiten, die mich halt zweifeln lassen, ob das richtig ist. Aber andererseits muss ich sagen, diese Zweifelhaftigkeiten haben wir sowieso überall. Und ich finde, was René gesagt hat, und das hat Seifert ja auch gesagt, was ist denn in 3 Monaten anders? In 3 Monaten wird dieser Virus nicht weg sein. Das heißt, wenn von der DFL jetzt gefordert wird, lass das mit den Geisterspielen sein, dann heißt das für mich, momentan in meinem Kopf auch, dann heißt das für die, ihr dürft dieses Jahr überhaupt gar nichts mehr machen. Also wenn du, also ich glaube nicht, dass die Situation im August viel, viel, viel besser ist, als sie jetzt ist. Und ich sehe da auch keinen Unterschied. Das heißt, entweder musst du dir Gedanken machen, okay, wie, ja, wickeln wir das jetzt ab? Sagen wir, es geht nicht, wir können es nicht machen. Mhm. Oder wir fangen halt jetzt schon an, die Saison irgendwie zu beenden, um dann die nächste Saison, und das ist für mich auch krass als Fan zu lesen, muss ich sagen, dass Seifert den Verein nahegelegt hat, zu sagen, Leute, wenn ihr hier eure Kalkulationen und hier Lizenzunterlagen abgibt, bitte kalkuliert für die komplette nächste Saison ohne Zuschauereinnahmen. Ja. Das ist genau der wichtige Punkt. Ja, und das ist genau der Punkt. Deswegen hatte ich das vor ein paar Wochen, ich will es nicht nochmal sagen, Deutschlandkonferenz, den Quatsch und so, Quatsch in Anführungsstrichen, aber genau das ist es nämlich, weil da habe ich auch gemeint, im Endeffekt müssen wir jetzt den Grundstein legen oder müsst Sky oder so den Grundstein legen dafür, dass eine Übertragung so anders ist, damit sie in der ganzen nächsten Saison genauso laufen kann und trotzdem die Zuschauer interessiert. Und auch da hast du ja eben, Basti, wunderbar den Vergleich, der absolut zutreffend ist, auch, liebe Leute, wenn ihr jetzt gerade keine Wrestling-Fans seid, was vollkommen legitim ist, aber es ist der treffendste Vergleich, weil die aktiv gerade daran arbeiten, den Fans trotzdem ein Produkt zu liefern, was sie hoffentlich irgendwie interessieren könnte. Und das ist genau dieser Ansatz. Das heißt, die WWE hat jetzt gerade ein Meeting gehalten, ein Aktionärsmeeting, ne, wo es um die Zahlen der letzten Zeit ging, was kann jetzt mit der Corona passieren und so weiter und so fort. Finanziell stehen sie gut da. Ein Grund mehr, warum es absurd ist, dass so viele Leute entlassen wurden. Okay, andere Sache. Aber sie haben gesagt, sie gehen noch mehr auf ein verändertes Konzept, auf eine veränderte Präsentation ihres Produktes. Das heißt, sie nehmen, das sagt er zumindest, McMahon, nimmt das als Chance wahr, um das Produkt weiter zu verändern. Es wird weiter diese Cine-Matches geben, also die eher szenografisch laufen und so weiter, nicht diese klassische Art und Weise. Das heißt, sie arbeiten schon damit und wissen gar nicht, inwiefern sie das in Zukunft wieder mit Fans machen können, weil du überhaupt gar nicht weißt, wann es möglich ist. Das nächste Jahr WrestleMania ist jetzt schon eigentlich mehr als in einem seidenen Faden. Es wird wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passieren, auch wenn es 2021 ist. Und dann merkt man, wir werden ein längerfristiges Problem haben. Und dann stellt sich für die DFL einfach die Frage, machen wir gar kein Produkt, lassen wir es komplett sein, oder entwickeln wir ein Konzept, dass es für die Zuschauer doch irgendwie attraktiv ist. Zu den Zuschauern kommen wir ja eh gleich noch. Ja, und das sehe ich tatsächlich. Und sie haben halt an der Stelle halt einfach das Problem, dass sie hier ein Produkt kreieren, wo zu einem gleichen Zeitpunkt eine größere Anzahl von Menschen irgendwie involviert ist. Das ist egal, wie du das drehst und wendest, du wirst da nicht drum rumkommen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja krass. Gehen wir nochmal genau zu den Zahlen, die er eben angesprochen hat. René, du hast es gesagt, es waren in der Bundesliga sogar an die 300, ne? Nee, 213 in Summe. Dann war das der 213, waren Innenraum und draußen noch mal ein paar 90 oder so. Weil ich hatte Innenraum 98, Außenraum 115 und bei der zweiten Liga war das irgendwie ein bisschen anders da verteilt. Da waren es, glaube ich, irgendwie noch mehr im Außenraum. Da war die Zahl ein bisschen höher, aber so in Summe kommst du auf irgendwas zwischen 210 und 230. Also das war so ein bisschen, die waren da ein bisschen anders da verteilt. Okay, müsste ich nochmal gucken, weil ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass es in der ersten Liga höher ist, aber ist auch egal. Also es ist eine gewisse Zahl tatsächlich und die Zahl ist auch gar nicht zu vernachlässigen, war höher, als ich gedacht hatte. Ne? Also gut, genau, wir machen mal jetzt das obere Maximum von 300. Ja, aber das wird ja in der Zukunft das wahrscheinlich das Einzige sein, was da irgendwie rumfleucht. Ne? Ja gut, wobei du jetzt auch sagen musst, wie viele von diesen, bleiben wir bei den 300, stehen da halt wirklich in irgendwie unmittelbarem Kontakt. Da wird wahrscheinlich ganz viel irgendwie sein, was jetzt für die Übertragung auch notwendig ist, die dann vielleicht auch in kleineren Bereichen irgendwie in irgendwelchen Übertragungswagen sitzen, Reporter für die unterschiedlichsten Medienanstalten, die du ja auch so weit auseinandersetzen kannst, dass da ein gewisser Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Also ich glaube, für ganz viel, die Zahl hört sich jetzt groß an, aber ich glaube, für ganz viel ist es so, dass du das schon auch noch
wie in einem normalen Büroalltag, wo ja auch wieder das Leben so ein Stück weit anfangen soll, du das halt schon voneinander trennen kannst. Für die, die da tatsächlich im Innenraum unterwegs sind, Trainer, Betreuer, Stab, Schiedsrichter, über die hat auch noch keiner irgendwie gesprochen, da ist halt schon einfach mehr Nähe und auch im Zweifelsfall mehr gesundheitliche Gefährdung eben durch dieses Schreien, Spitzen, Zweikämpfe und Punkt. So weiter. Das ist ein guter Punkt, weil im Endeffekt, wir reden darüber, wen du einkasernieren kannst, das ist natürlich ein sehr materieller Begriff, ihr wisst, was ich meine, aber tatsächlich kannst du gewisse Leute gar nicht einkasernieren, das sind nämlich die Leute, die sind Journalisten und die Leute, die irgendwie die Produktion machen. Das heißt, also du hast dann im Endeffekt, hast du diesen Kreis von Leuten, die wahrscheinlich immer zusammenbleiben, also wirklich die Betreuer und die Spieler und die Trainer, und dann hast du aber immer noch einen wechselnden Kreis von Leuten, die halt die Kameraführung machen und die Interviews, da müssen die Interviews musst du ja nicht komplett so machen, dass die ganze Zeit Leute da direkt dabei sind. Das kann man auch in der Studioatmosphäre machen. Ich, hier gibt es ja Möglichkeiten. Da ist ja auch, da sind ja auch, der Sender haben sich ja schon dran gewöhnt. Wir haben es ja auch gestern gemerkt, Basti, ne? Weil wir hatten da so ein Mikro und das wurde uns hingehalten und dann ist es auch alles schön mit Plastik voll gemacht worden. Ne? Ja, ich glaube aber trotzdem, dass du innerhalb dieser Zahl, die ihr genannt habt, kannst du ja auch nochmal trennen. Also es ist ja tatsächlich so, nicht so, dass sich alle 300 auf engem Raum begegnen. Ja, das Das muss ja nicht so sein, dass die sich alle begegnen, sondern das musst du halt klein halten. Da wird es ja auch Konzepte geben. Ganz ehrlich, und ich bleib dabei, wenn die DFL es hinkriegt, innerhalb dieser aktuell geltenden, und das ist halt auch nochmal so ein Unsicherheitsfaktor für die DFL und für alle Sachen, der aktuell geltenden Gesetze dich bewegst, dann spricht für mich nichts dagegen, das zu machen, technisch gesehen. René hat es gesagt, die persönliche Ebene ist für mich auch nochmal eine ganz andere. Genau, gehen also, wir doch mal da drauf, oder? Wollte ich gerade sagen, gehen wir mal, wir können es wenig entscheiden, wir müssen es abwarten. So, wir können jetzt nur irgendwie Einschätzungen geben, wie wir das Ganze bewerten. Wie gesagt, ich fände es fahrlässig, wenn die DFL sich nicht kümmern würde, haben wir jetzt alles ausgeführt. Persönlich gesehen ist es nicht so, dass ich es kaum erwarten könnte, wenn jetzt endlich die Bundesliga auf diese Weise wieder losgeht. Also das ist nicht so, dass ich dann denke, oh geil, da mache ich mir zu Hause meine Flasche Champagner auf und schaue mir hier Nachholspiel gegen Bremen an. Vor keinen Zuschauern so. Also, weil du darfst dich auch mit deinen Jungs nicht treffen. Also du kriegst ja gar keine Normalität zurück. Du darfst dich ja nicht, wir dürfen ja nicht sagen, okay, wir dürfen ins Stadion, dafür treffen wir uns woanders. Nee, das ist ja der Grund so. Du müsstest das Spiel ja theoretisch mit maximal 2, vielleicht 3 Leuten darfst du es dann schauen, je nachdem, wie die Verhältnisse sind. Das ist ja jetzt nicht so, dass du denkst, geil. Und die Version, die Marvin genannt hat, bei seiner Deutschlandkonferenz mit Twitch, die ist ja da noch die spannendste. Die ist für mich persönlich aber auch nicht so unfassbar interessant, weil ich in diesen Konferenzen auch nicht lange aushalte, da zu sitzen mit meinem Zeug und so. Also ich habe da nicht irgendwie so diese Sitzruhe dafür. Und es ist trotzdem was anderes. Wenn ich mir überlege, die kann ich an einer Hand abzählen, diese Spiele, die ich wirklich vom Fernseher schauen musste, die waren für mich noch viel schlimmer als die im Stadion, weil du halt deine Emotionen auch nicht rauslassen kannst. Du siehst das und kannst irgendwie, weiß ich nicht, du kannst nicht brüllen, bist nicht vor Ort. Also ich habe keinen Bock auf Geisterspiele, finde es aber trotzdem besser als gar keine Spiele. Kann euch jetzt noch gar nicht sagen, das habe ich bei 93, glaube ich, auch probiert, irgendwie in Worte zu packen, diese Gefühle. Ich weiß noch gar nicht, wie es für mich sein wird. Also es kann sein, dass ich sage, wow, 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 geil, besser als gar nichts. Ich schaue es mir alles an und schaue mir sogar Spiele an, wo die Eintracht nichts zu tun hat. Oder ich gucke es einen Spieltag und denke, boah, nee, das ist nichts für mich. Und ich mache es nicht mehr, weil dieser Effekt, und da kommen wir wieder, es tut mir leid, zum Wrestling. Beim Wrestling hat es bei mir zum Beispiel nicht geklappt. Ich habe mir WrestleMania angemacht, hab mir ein Match geschaut, hab am zweiten Tag nochmal ein Match geschaut. Dann habe ich Marvin gefragt, erzähl mir, wie es ausgegangen ist. So, also ich wollte wissen, was passiert ist, hab's aber nicht geschaut. So, also tatsächlich ist da eine Leidenschaft, die ich hatte, dadurch erstmal eingefroren. Und ich weiß nicht, wie es beim Fußball sein wird. Keine Ahnung. Ja gut, ich meine, jetzt kennen wir zwar in der Bundesliga oder generell im Fußball schon Geisterspiele und auch Spiele, die man vor dem Fernseher geschaut hat. Und das die fand ja ich auch beschissen. Auch ja. Schon in der Kombination und die fand ich auch in der Tat alle nicht gut. Ich finde aber auch, dass man die nicht mit den Geisterspielen, die jetzt dann da vielleicht kommen werden, vergleichen kann, weil du trotzdem ja nochmal, auch die werden nochmal komplett anders da sein, weil du eben ja nochmal eine viel reduziertere Anzahl von Leuten da irgendwie hast. Du weißt im Hinterkopf, auch wenn du es versuchst auszublenden, dass die unter einem komplett anderen unter einer komplett anderen Entstehung gerade da sind. Die Spieler werden sich anders da verhalten. Also auch die kannst du nicht vergleichen. Und ich glaube, die muss jeder auch für sich individuell bewerten. Und von daher kann ich das, was du sagst, Basti, durchaus verstehen. Auch wenn ich gucke relativ viele Spiele im Fernsehen. Auch wenn ich es gewohnt bin, Fußballspiele
in einem relativ kleinen Kreis vom Fernseher zu sehen und auch Geisterspiele, weiß ich auch in der Tat noch nicht, wie dieses bei mir ankommen wird. Ich kann ich da so nachvollziehen, René. Ich gucke sehr, sehr gerne Fußball, auch einfach so zum Relaxen tatsächlich. Ja, genau. Ne? Also, dass ich auch, ich bin ja immer froh, Basti, du hast das auch, glaube ich, bei 93 ganz gut beschrieben, das ist ja für dich eine Höllenqual, die Eintracht teilweise zu gucken, das kenne ich auch, weil ich viel zu angespannt bin, ja, weil ich die ganze Zeit will, dass es irgendwie, genau. Oh Gott, ich kann mich doch, weißt du, ich kann mich doch nicht relaxen. Also Eintracht-Spiele sind ja tatsächlich auch kein Genuss. Also vorher, nachher vielleicht, aber währenddessen ist das harte Arbeit. Einfach. Ja. Das ist körperliche Arbeit, was das denkst du genau. denn? Ich meine, erinnert dich schweißgebadet, Straßburg, ich denke immer an Straßburg. Erinnert dich, wie schweißgebadet wir beide uns nach Straßburg gesehen haben. So. Ja, das wirkte so, als hätten wir eine Gartenhütte zusammen bei 40 Grad gebaut. Genau, und mit meinen zwei linken Händen bekomme ich nichts hin, bekomme nichts Wahrscheinlich, genau so. Und deswegen, für mich ist es richtig harte Arbeit, ganz ehrlich. Wir machen diesen Podcast ja schon ganz schön lange und ich weiß noch, früher war es ja so, als gerade die Abstiegszeit oder die Sackklassenerhaltszeit, das war auch nicht gut für meine Leber. Nee. Was dir erinnert dich so, die Endzeit. Ja. Meine Güte, ey. Also das ist, weil da musstest du auch viel, wie soll ich sagen, also musstest du viel mitnehmen. Erinnert dich an, liebe Grüße an Alex, erinnert dich an unsere Rückfahrt, Relegation. So. Also ja. erst diese erleichternde Jubel, wo wir alle völlig zusammengesackt sind, weil die Anspannung so ein bisschen weg war. Und dann auf der Rückfahrt hat keiner mehr ein Wort gesagt. So. Ja. Du saßt einfach in diesem Auto, 3 Stunden aus Nürnberg nach Hause gefahren, keiner hat mehr gesprochen. Wir haben uns fast grußlos, haben wir Marvin in Bockenheim damals noch rausgelassen. Ciao. Ohne Scheiß, so alles. Ja, so alles bin ich mal vorbei. Richtig Tschüss gesagt. So. Ja. Marvin ist einfach ausgestiegen. So. Ja, okay. Dann hast du dich einfach völlig fertig ins Bett gelegt. So. Ich finde, das muss man auch trennen. Das hat Marvin ja gerade angesprochen. Das habe ich bei 93 gemacht. Ganz ehrlich, wenn dann irgendwelche Vereine spielen, weiß ich nicht, dann spielt Bremen gegen Hertha, dann hoffe ich, dass alle sich verletzen, so, dann ist mir alles egal. So. Also, das ist was anderes. Ich glaube, da würde ich die Geisterspiele auch einfach ertragen, weil, gut, dann schaue ich es mir halt an. Ist jetzt nicht viel Stimmung, aber meine Güte, so. Also, ich kann es mir aber noch gar nicht vorstellen. Ich bin gespannt auf die ersten Sendungen, die wir hier machen, die wir bei 93 machen, die wir bei Fußball 2000 machen, nach diesen Spielen. Also wie das so nach 2, 3 Spielen ist, ob da diese Abgestumpftheit, die du im Alltag jetzt hast, wahrscheinlich kommt die da auch so. Also du wirst es für einen kurzen Zeitraum als normal erachten. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube auch gerade, wenn wir jetzt, wie ihr ja schon gesagt habt, dass Spiele von der Eintracht zu gucken oder vom eigenen Verein da zu gucken, ziehen wir es mal nicht nur auf die Eintracht, ziehen wir es mal größer. Generell Spiele vom eigenen Verein da zu gucken, ist für den beteiligten Fußballfan da eben mehr als Entspannung, sondern es ist tatsächlich extrem hoch anstrengend. Und gerade wenn wir jetzt dann doch den Blick auf die Eintracht richten, auf eine Mannschaft, die in dieser Saison einfach sehr stark abhängig war von dem Drumherum, von der Stimmung, von dem Anpeitschen von den Fans und sich daran auch so ein bisschen selbst dran hochgezogen hat, ist für mich der Ausblick, so ein Spiel zu gucken, jetzt schon im Vorfeld, ohne zu wissen, ob es tatsächlich stattfindet, schon viel anstrengender, weil ich mir ernsthaft Sorgen mache, dass unsere Eintracht da irgendwie mit einem blauen Auge rauskommt. Es ist ein sehr, sehr guter Punkt, ganz ehrlich. Das ist fast das nächste Thema, finde ich. Ja, genau. Ich finde auch fast, das ist das nächste Thema. Deswegen würde ich nochmal ganz kurz nochmal bei dem Persönlichen bleiben, weil für mich ist es echt so, zwei Herzen schlagen da irgendwie, weiß nicht, ob es überhaupt zwei Herzen sind, aber irgendwie so ein bisschen in der Brust. Denn auf der einen Seite, ich weiß noch vor einer Woche oder so, als wir da noch drüber gesprochen haben, war ich da wesentlich enthusiastischer so, ne? Mhm. Wo ich da gedacht habe, okay, komm, so ein bisschen Normalität, ne? Genau. Zumindest das Gefühl einer Normalität zu haben, ein bisschen Fußball zu gucken, ein bisschen Ablenkung vom Alltag und irgendwie, es geht irgendwie weiter, weil natürlich ist eigentlich so eine Bundesliga-Übertragung, ob jetzt ohne Fans oder irgendwie halt auch als Geisterspiel, ist trotzdem ein Fortschritt, weil wir die letzten Wochen nix hatten. So. Also es ist ja, weil jeder ist ja momentan in dieser Corona-Zeit und hat so ein Gefühl, okay, was ist der nächste Schritt? Gibt es einen weiteren Schritt oder gibt es wieder einen Lockdown, weil jetzt jeder wieder fröhlich rumläuft und sich gegenseitig anstecken oder so? Und das ist halt genau das Ding. Und Bundesliga wäre ja schon ein Schritt nach vorne. Aber jetzt durch die letzten Wochen, durch die Diskussion tatsächlich auch, ist es mir auch schon wieder fast egal tatsächlich. Und ich muss auch echt sagen, so richtig geil finde ich es halt einfach nicht, ja. Ich glaube, das ist auch ein relativ natürlicher Reflex. Du freust dich auf irgendwas, du hast eine Vorstellung, wie das sein kann, gerade auch in der aktuellen Situation. Du hast halt irgendwie so einen Lichtblick, es geht wieder zurück in Richtung Normalität und dann willst du den aber auch haben und dann willst du den auch schnell haben.
und dann kommt der nicht. Ja. Und dann kommt der genau. noch länger nicht und dann kommt der noch länger nicht. Mhm. Und dann fängst du an, drüber nachzudenken und dann kommen halt eben auch die anderen, die auch drüber nachdenken. Und dann irgendwann kommst du automatisch an den Punkt, dass du drüber nachdenkst, will ich das jetzt eigentlich noch? Das ist, glaube ich, so ein ganz normaler Reflex und der ist in der jetzigen Situation, passiert der wahrscheinlich noch viel schneller, weil du einfach nach diesem, ich will jetzt wieder so ein Stück nach, es fühlt sich an, es wird besser haben. Und genau das ist nämlich der Punkt. Warum? Warum ist das für mich so wichtig? Weil, ganz ehrlich, das allermeiste, was ich gucke, gucke ich wegen Fans. Ja. Also ich finde Wrestling mega geil. Ich liebe Wrestling über alles. Und ich finde, teilweise machen das einige Ligen sogar ohne Fans ganz gut gerade. Aber trotzdem, die Emotionen, wenn Leute reinkommen. Du willst ja die Reaktion sehen. So. Die Reaktion, erinnere dich, die genau, will ich sehen. Erinner dich an die, als wir bei WrestleMania waren, als Kofi den Titel gewonnen hat. Ja. Wie wir und das ganze Stadion da ausgerastet sind. Stell dir einfach denselben Moment ohne Zuschauer vor. Das ist einfach fast, das ist was komplett anderes. So. Ja. Also, es ist was komplett anderes. Ja, stell genau dir vor, der Gacinovic will aufs Tor laufen. Brr, keiner ist da. Also, so. Weiß nicht. Genau also, das. Ja. Und das ist genau, und das ist aber auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht nur, dass die Fans, dass wir zu Hause diesen emotionalen Moment auch nicht haben, weil wir die anderen Fans nicht sehen. Auch wenn wir beispielsweise, wenn wir Eintracht spielen, sind wir meistens vor Ort, aber selbst wenn wir mal nicht können, dann finden wir es ja auch geil. Du hast die Stimmung, du bist ganz anders drin. Ich war bei dem Basel-Spiel nicht in der Stimmung, weil ich gedacht habe, es ist ein Testspiel gerade, weil da war niemand, ich habe nichts gehört. Das übrigens, das kannst du auch nicht künstlich herstellen. Also jetzt kommt nicht auf die Idee, jetzt hier eine MP3 MP3 hier starten zu lassen und jetzt ist alles wie vorher. Das ist was Organisches tatsächlich. Das kann nicht konstruiert werden. So. Und genau das ist es. Ich gucke Sportarten, weil ich weiß, da passiert was mit Fans. Selbst sogar, was wahrscheinlich die Sportart, die am besten ohne Fans funktioniert, Tennis. Also selbst beim Tennis ist es lustig, wenn du einen Ballwechsel hast oder Dart oder so, da will ich auch die Gesänge irgendwie hören, auch wenn sie mir mit der Zeit auf den Sack gehen. Und beim Wrestling ist es ganz krass und beim Fußball ist es halt auch so. Und so eine karge Stimmung ist halt nicht das Gleiche. Und ganz ehrlich, das ist auch für die Spieler nicht das Gleiche. Die Art und Weise, sich zu motivieren und diese Klasse auf den Platz zu bringen. Und vielleicht ist das jetzt der nächste Punkt, wo wir dann wirklich mal über die Eintracht persönlich sprechen. Das ist schwierig. Ich stelle es mir für unsere Spieler extrem schwierig vor, eine Qualität auf den Platz zu bekommen. Ja, da habe ich auch ernsthaft Angst vor. Wir haben halt so viele Spieler, die halt auch gerade von solchen Dingen immer noch mal ein bisschen gepusht werden, ja nicht nur, dass auch das eigene Fans einen anfeuern, sondern auch die Reaktion und wir haben heute einfach zu viele Vergleiche mit dem Wrestling. Na gut, aber es ist ähnlich. Ist doch ja, okay. Auch Vergleiche mit anderen Fans, die einen dann halt eben irgendwie ausbuhen, auspfeifen, Gesänge gegen die Mannschaft irgendwie anstellen, wo man dann halt eben auch als Spieler, so stelle ich es mir zumindest vor, ohne halt wirklich als Spieler da mal unterwegs gewesen zu sagen, dass das dann auch was ist, was dich pusht, zu sagen von wegen, ha, jetzt habe ich was richtig gemacht, jetzt hassen sie mich, jetzt kann ich da nochmal irgendwie mir Energie daraus ziehen, das wird extrem schwer. Ja. Und aber auch nicht nur für Spieler, sondern auch für so einen Schiedsrichter, weil ich glaube, so ein Schiedsrichter ja auch immer so ein bisschen in so einem Spielverlauf, das auch so ein bisschen davon abhängig macht, wie auch so die Gesamtstimmungslage in so einem Stadion ist. Ich stelle mir das auch extrem schwer vor. Also René, da muss ich ja unterbrechen, das darf eigentlich nicht sein. Also, nee, aber du merkst Schiedsrichter kann jetzt sagen, oh, hier ist laut, da freue ich mal ein bisschen gegen die Mann. Nein, aber du merkst ja schon, ob das... Schiedsrichter ist, glaube ich, ganz ehrlich, Schiedsrichter ist, glaube ich, für die ist geil. Meinst du? Die können sich jetzt tatsächlich auf ihre Arbeit konzentrieren, so. Also kein Schiedsrichter der Welt kriegt noch zustimmenden Jubel. Also das ist doch die ärmste Nein, Sau, aber du bist doch in deinem Verhalten, wirst du doch beeinflusst davon, wie die Stimmung um dich rum ist. Ja, aber das, nicht auf positive Weise. Also ich glaube nicht, dass ein Schiedsrichter viele Erinnerungen an positive Stimmung ihm gegenüber im Stadion hat. Nicht ihm gegenüber, aber generell, wenn du in der Umgebung bist, wo du einfach merkst, hier haben gerade Leute extrem viel Spaß, es läuft irgendwie, dann bist du doch auch, gehst du doch mit einer ganz anderen Motivation da auch ran, als wenn du irgendwie unter so 2000 Brummelbacken sitzt, dann hast du doch auch keinen Bock, da irgendwas zu machen. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, gut, ich bin kein Schiedsrichter, vielleicht können Colinas Erben das besser beantworten. Ja, es hat ja jetzt nicht unbedingt was, also als normaler Mensch, der irgendwie vielleicht hingeht zum Arbeiten oder sonst irgendwas, wenn du mit 200 gut gelaunten Menschen da unterwegs bist oder mit 200 schlecht gelaunten Menschen, dann ist doch auch deine Stimmung eine komplett andere. Du lässt dich indirekt davon beeinflussen. Ja, aber die Tätigkeit eines Schiedsrichters ist ja tatsächlich eine sehr klinische, egal. Also eigentlich ist die Schwierigkeit für den Schiedsrichter ja,
diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, auszublenden. Die musst du ja ausblenden. So, der Schiedsrichter darf ja gar nicht anders reagieren, also wirklich, also laut seiner Berufsbeschreibung, natürlich werden die auch anders drauf sein. Aber die Arbeit eines Schiedsrichters muss ja eigentlich komplett die gleiche sein. So, also so stelle ich es mir vor, weil die Arbeit muss die gleiche sein. Ich glaube aber auch, dass das für die auch eine Herausforderung ist. Aber ich glaube, wir kommen da jetzt wieder so ein bisschen vom Thema weg. Wir wollten ja eigentlich gerade über die Einfachen sprechen. Ich finde es trotzdem spannend. Ich, ganz ehrlich, über die Schiedsrichter habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich kann ich mir vorstellen. Nicht. Sorry. Ich auch nicht. Tut mir echt leid. Und ich glaube, da gibt es so oder so, also es gibt bestimmt auch die, also ich glaube, beim Aytekin trifft es auf jeden Fall zu, dass der auch so ein bisschen diese Spannung braucht und vielleicht braucht er auch ein bisschen eher den Hass. Und ich glaube, es gibt ja aber andere, die eh nicht so ganz gefestigt sind, die freuen sich, dass es niemanden gibt, der sie großartig beschimpft. Also ich glaube, da ist es sehr unterschiedlich halt tatsächlich. Ne? Aber bei den Fans und beziehungsweise bei den Spielern eher, ich glaube, da ist es viel deutlicher, dass die auch Fans brauchen. Und Basti, ich glaube, unser Eintracht-Spieler erst recht, ne? Ja, das ist ja das, wovor wir alle am meisten Angst haben, wenn wir über Geisterspiele reden, dass die Eintracht ist einer der Vereine, die als allererstes benachteiligt werden. Weil die Eintracht tatsächlich einer der Vereine ist, wo, und ich weiß die Prozentzahlen nicht, aber ich weiß, dass es im höheren Prozentbereich ist, wo die Zuschauer eine Rolle spielen, sowohl auswärts als auch zu Hause. Also jeder Eintracht-Spieler sagt es. Natürlich sagen die Eintracht-Spieler auch dies, sagen die auch das, weil die denken, wir wollen das hören und wir wollen es ja auch hören. Aber es gibt trotzdem Spiele, wo ich mir sicher bin, dass die Zuschauer eine Rolle gespielt haben. So Spiele, die kurz vorm Kippen sind, Spiele, die magische Nächte werden. So erinnert euch an die Europapokalspiele, die Stimmung gegen Lazio, die Stimmung gegen Chelsea, die Stimmung in London. Lissabon. Lissabon. Ja, genau. Das sind ja genau dieses Tor von Rode, das haben ja die Fans mit reingeschrien. Das hast du ja gehört. So. Also, genau. Und das sind diese Momente, da hat die Eintracht meiner Meinung nach mehr Nachteil als andere. Finde ich schon. Also ich finde schon, dass die Eintracht ein Verein ist, weil, sind wir ganz ehrlich, wir haben uns ja auch oft darüber beklagt, der Kader ist dieses Jahr nicht so, dass du sagst, ja, unabhängig von allem, das ist die Qualität muss ausreichen, sondern nee. Es gibt viele Spiele, wo du sagst, keine Ahnung, da ist viel Kampf dabei und Kampf wird auf jeden Fall auch gefördert durch Stimmung, weil es halt spielerisch an einer oder anderen Stelle hakt. So, da bin ich mir sicher. Und das haben andere Vereine nicht. Und wie gesagt, ich entschuldige mich an dieser Stelle auch immer wieder. Das soll nicht jetzt dieser übliche 93-mäßige Diss sein gegen diese Vereine, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass Vereine wie Leipzig, die es gewohnt sind, auswärts komplett sowieso ohne eigene Zuschauer zu spielen, Wolfsburg ist es sogar gewohnt, zu Hause ohne Zuschauer zu spielen. Und Hoffenheim ist es gewohnt, dass überhaupt niemand mitkriegt, dass sie spielen. So. Also für die ist es halt einfach was anderes. Da bleibe ich auch bei, ganz ehrlich. Da bleibe ich tatsächlich bei. Und da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen. Außer, dass ich sagen muss, wer ist der Konkurrent, an dem wir als erstes denken, wenn es tatsächlich darum geht, ob die Eintracht noch unten rein und ballert. Das ist Bremen. Und Bremen hat 1:1. Wahrscheinlich sogar, vielleicht ist Bremen sogar der Verein, gerade weil sie in einer schlimmeren Situation sind als wir. Vielleicht haben die sogar noch ein bisschen mehr Nachteil als wir, weil erinnert euch an diese unsäglichen Green-White-Wonder-Wall und wir stehen jetzt alle zusammen im Kram. Ja. Das hat trotzdem die zweimal vom Abstieg gerettet. So dieses, dass die Fans gesagt haben, scheiß drauf, ich spiele scheiße, wir stehen jetzt alle zusammen als Stadt, als Verein, als Fanszene. Das hat denen geholfen, das haben die jetzt nicht. Also wenn ich Bremen-Fan wäre, hätte ich noch mehr Angst als andere Fan. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, ich muss echt sagen, ich habe als Eintracht-Fan tatsächlich überhaupt keinen Bock auf diese Spiele. Ich kann auf jeden Fall, es gab ja auch sehr, sehr viele Stimmen, sehr viele Fangruppierungen, die sich dagegen positioniert haben, die auch gesagt haben, da waren mehrere Argumente, auch die wir jetzt auch teilweise schon angebracht haben. Es geht natürlich sehr, sehr klar darum, da Fußball darf keine Sonderrolle haben. Das haben wir in den letzten Wochen ja auch schon relativ viel diskutiert. Ich habe da auch keine klare Meinung zu. Also ich weiß nicht, ob ich das gut oder ob ich schlecht finden würde. Muss man ja auch nicht. Ganz ehrlich, das müssen wir vielleicht auch mal lernen, dass man es nicht muss gerade. Gerade jetzt, wo die Informationslage so schwammig ist, muss man halt auch denken, okay, ich habe Tendenzen, kann aber auch alles verstehen, weil im Endeffekt, ganz ehrlich, keiner weiß es. So, fertig. Nee, keiner weiß es. Und ich habe aber die Angst, und die Angst, die bleibt bei mir tatsächlich, dass ich eine qualitativ schlechtere Eintracht sehe, die im besten Falle, keine Ahnung,
irgendwie doch halt unten rein wurschtelt, aber nicht ganz unten rein kommt, weil es halt noch andere Vereine gibt. Du hast Werder Bremen angesprochen, ich glaube viele andere, auch Paderborn und auch Düsseldorf, keine Ahnung. Ich glaube, das läuft dann auch nicht, sind alles nicht so keine Selbstläufer dann tatsächlich. Die werden dann noch eher Probleme bekommen als die Eintracht, und weil die Eintracht trotzdem auch eine spielerische Qualität hat. Also bei allem Respekt, Augsburg hat weniger spielerische Qualität als die Eintracht. Ich sehe Bremen darunter, ich sehe Düsseldorf darunter, Paderborn sowieso. Also ich glaube, wenn du das auf dem Platz bekommst, dann kann das schon funktionieren. Aber mir fehlt da ein bisschen was. Aber ganz grundsätzlich, die Eintracht muss auch erstmal anlaufen. Die alle anderen Vereine, ich glaube, da hat Bayern übrigens gerade einen Vorteil, weil die schon relativ früh trainieren und schon diese Tests gemacht haben, was ich irgendwie auch Wettbewerbsverzerrung finde. Übrigens kann man mal drüber reden. Und ich finde es extrem schwierig. Und wenn die Eintracht, wenn jetzt gesagt wird, okay, ihr dürft wieder 1:1 trainieren und dann der Wettbewerb startet, dann sehen wir ja auch noch schlechtere Spiele. Die Qualität ist, glaube ich, nicht so gut. Ja, das befürchte ich auch. Ich tatsächlich, genau was wir vorhin besprochen haben, als wir geredet haben, wie ist es für uns individuell, sich das anzuschauen, da kannst du diesen Bogen auch spannen, zu sagen, das wird ja, du kriegst ja nicht mal 1:1 die Spiele, sondern für die Spieler ist es ja auch komisch. Also die Spieler haben eigene Sorgen, die Spieler haben eigene Unsicherheit, die Spieler haben keine Fans, die Spieler wissen nicht, was passiert irgendwie so das nächste Jahr. Die müssen sich genauso wie wir dran gewöhnen. So, das wirst du auf dem Platz sehen. Und wenn es jemals, wenn jemals die Phrase, oh, dem fehlt die Spielpraxis, gestimmt hat, ganz ehrlich, dann werden wir das jetzt sehen. Dann jetzt. Dann werden dort 22 Spieler auf dem Platz stehen, die alle keine Spielpraxis haben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sich da für Szenen abspielen werden. Ob sie überhaupt Szenen abspielen werden oder ob dieses Argument hat keine Spielpraxis, vielleicht gibt es das gar nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber ich könnte mir halt schon vorstellen, wie du schon sagst, dadurch, dass ja auch jeder irgendwie von den Spielern gedanklich woanders unterwegs ist, dass du da halt viel, gerade am Anfang, viel zurückhaltendere Spiele irgendwie sehen wirst, weil die Leute auf dem Feld sich natürlich auch erstmal mit dieser veränderten Situation irgendwie zurechtfinden müssen. Ja, das kann ich, ich glaube es auch, und das wird auch ein Qualitätsverlust sein, und du weißt halt nicht, wie kommen dann die einzelnen Mannschaften in die Saison, und das ist schon, also in die Saison, ihr wisst, was ich meine, das ist ja, ja, ja. Ich glaube, in der nächsten Saison läuft es anders, weil da ist es dann, ich meine, vielleicht vorher klar, ist es gut. Dann ist es vorher klar, genau. Vielleicht ist es tatsächlich, und jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr auf das Positive abgehen, aber vielleicht ist es sogar auch ein Vorteil, wenn wir das zu Ende spielen, weil ihr habt es ja eben schon illustriert, am Ende läuft es so, dass es gar keine andere Wahl gibt, weil wenn wir die nächste Saison spielen wollen, dann haben wir jetzt, dann ist das jetzt gerade der Testlauf, und da können wir total froh sein, dass die Eintracht relativ ungefährdet gerade auf einer Position schwebt, wo wir echt sagen können, naja gut, so ganz nach unten geht's nicht, und das ist für uns jetzt der Test, wie wir irgendwie das machen können, um dann vielleicht in der nächsten Saison einen Vorsprung zu haben, weil andere Vereine sind nämlich abgestiegen, weil wenn du jetzt mitmachst, dann musst du ja mit allen Konsequenzen mitmachen. Das heißt, die Bundesliga-Vereine, die sagen, ja, von mir aus können wir starten. Das heißt aber auch, dass man es mit allen Konsequenzen startet. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Die DFL hat nicht über Nichtabstieg oder so dabei gesprochen. Muss ganz ehrlich, wenn das angepfiffen wird, dann muss auch dabei bleiben, dass Bremen absteigt. So, ja, ich glaube, das ist auch ganz klar der Grund, weswegen sie das jetzt machen, weil sie halt eben diese Regelung mit internationalem Wettbewerb, Aufstieg, Abstieg nicht außer Kraft setzen wollen, und das halt, das muss man halt auch dazu sagen, dass auch wenn es unter geänderten Bedingungen ist, aber es bleibt nach wie vor noch das Fairste, diese Saison zu Ende zu spielen und diese Absteiger, Aufsteiger international anhand von spielerischen Leistungen, egal unter welchen Umständen, am Ende festzulegen. Ja, ganz ehrlich, sollte es jemals eine Saison gegeben haben, wo wir uns jetzt im Nachhinein nicht darüber ärgern müssen, dass die Eintracht sich nicht für den Europapokal qualifiziert, dann ist das die mit Aussicht auf jeden Fall. Ganz ehrlich, dann lieber in dieser Geistersaison, irgendwie, weil die Eintracht sich damit gut adaptiert, irgendwie was weiß ich was, qualifiziert sich in dieser Geistersaison, die dann wahrscheinlich wirklich trotzdem weiter in diesem Dämmerzustand für uns alle weiterlaufen wird, und dann wachst du irgendwann nächsten Sommer auf und denkst, geil, wir dürfen wieder ins Stadion, die Eintracht spielt wieder Europapokal, wir dürfen überall hin und fahren mit 25.000 nach Manchester. So, bis das ist mein Horizont, der mich ab jetzt am Leben erhält. 2021 dann, ne? Genau, also wir sind im September 2021, fahren wir mit 15.000 nach Manchester. So. Freut euch. Ja, da wäre es. Aber es ist tatsächlich Fußball 2000, also, Flugreise.
Auf jeden Fall. Dann Real Life. Also endlich machen wir es wirklich mal, ne? Genau. Ganz verspreche ich jetzt hier, sollte das wirklich stattfinden. Ich zahle den Flieger alleine, Alter. Sehr gut. Ja, ich habe auch richtig Bock. Ja. Basti, vergiss aber nicht, die Mehrwertsteuer da reinzurechnen. Oh, ja, stimmt, sorry. Angebot zurückgezogen. Aber ich finde, das ist, also wenn du überlegst, wir wollen ja nicht zu weit nach vorne denken, aber genau das ist nämlich schon, das ist schon relevant. Und darüber müssen wir uns auch Gedanken machen, dass wir sagen, okay, das ist jetzt, wir spielen jetzt diese 8 Spiele, wie viel auch das immer sind, die werden jetzt durchgezockt, die Eintracht, was weiß ich, im Zweifel landen wir auf der 13 und dann putzen wir den Mund ab und dann ist die Saison auch wirklich scheißegal. Nach oben geht nichts mehr, weißt du, wir haben jetzt auch keine krassen Verlustängste, brauchen wir ja nicht tatsächlich, weil, ganz ehrlich, wir ein riesiges Fest in der Liga können wir eh nicht feiern. Das heißt, es wird keine Besäufnisparty geben, weil in die Euroleague werden wir in aller Wahrscheinlichkeit noch nicht einziehen und selbst wenn, Basti hat es gerade gut gesagt, Meister werden wir auch nicht, da hätte ich echt viel mehr Probleme, wenn ich gerade um die Meisterschaft spielen sollte und dürfte da nicht feiern. So, für uns ist es ja relativ relaxed, ne? Und nach unten wird wahrscheinlich auch nicht so ganz so viel passieren und dann können wir nächste Saison komplett dafür nutzen und unter unseren klinischen Bedingungen fast eine neue Mannschaft zusammenbasteln zum großen Teil, weil vielleicht der eine oder andere wird uns verlassen, aber oder wir arbeiten weiter daran und dann kann es trotzdem gut funktionieren. Es ist halt nur das Mittel zum Zweck und nicht das, worauf du dich riesig freust. Ne? Aber natürlich, jetzt sehen wir schon wieder so viele positive Sachen. Ich merke, ja, müssen wir ja auch, das ist ja auch ein Überlebensding. Ja. So, also ja. Anders geht's nicht, weil hättest du mir vor 3 Wochen gesagt, Basti, also viel Spaß, nächste Saison wird komplett, und die nächste sogar, ich habe ja da diese Saison schon meine Probleme mit gehabt, die ganze nächste Saison ist ohne Zuschauer, was jetzt wirklich so ein Szenario ist, was du jetzt wirklich als realistisch achten kannst, worauf sich auch vorbereitet wird. Ich glaube, du kannst dich... Ganz ehrlich, damit will ich mich jetzt nicht beschäftigen, ja. Dann denke ich tatsächlich lieber dran, dass wir in 1,5 Jahren wirklich mit 25.000 irgendwo hinfahren, weil anders will ich es gar nicht. Und wenn man diese wirklich, und Corona, ich benutze dieses Wort jetzt extra nur mal wieder dafür. Ich weiß, dass ich es nicht sagen soll, aber es ist ein kleines Revival. Corona ist der größte Hurensohn überhaupt. So, wenn wir aus dieser Sache was nehmen, dann nur, dass wir, wenn es vorbei ist, unfassbar viel weitere Synapsen aufhaben, um das aufzusorgen, was wir sowieso schon mit jeder Faser unseres Körpers aufgesorgt haben. Ja, das stimmt. Also dann öffnet sich noch ein weiterer Körper. Stell dir einfach diese Sachen vor, die wir erlebt haben, mit diesem, was dir entzogen wurde, und du hast dieses sowieso schon. Ganz ehrlich, wir haben es ja schon gesagt, wenn das erste Mal im Stadion im Herzen von Europa gespielt wird, wo 50.000 Leute, die irgendwie dieses, alle gemeinsam diese Scheiße hinter sich gebracht haben, da stehen. Boah, das wird schon krass. Und wenn diese Momente kommen, hast du wirklich, wahrscheinlich wirklich sehr, sehr erweiterte Synapsen. Als hätte dir irgendjemand irgendwelche Pappen in den Nacken geknallt. Naja, liebe Grüße. Ja, und das... Genau, und also ich glaube, genau das ist der Punkt. Und René, ja, siehst du da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten oder ist das jetzt erstmal, also müssen wir das jetzt einfach so nehmen? Ich glaube ja. Also wir werden nicht über kurz oder lang nicht drüber rumkommen. Mhm. Und wie du es ja so richtig gesagt hast, das Endespiel in der jetzigen Saison ist halt wirklich der Prototyp für das, wie wir eigentlich davon ausgehen müssen, wie die nächste Saison starten wird. Ob sie so zu Ende geführt wird, weiß keiner. Da würde ich jetzt auch noch keine Mutmaßung treffen, aber mal zumindest gestartet werden. Von daher fände ich es eigentlich auch sinnvoll, mal mindestens ein paar Spieltage diese Saison noch zu haben, weil du damit ja, glaube ich, auch, und bleiben wir mal dann bei dem Thema der Eintracht, halt auch weißt, wie du damit umzugehen hast, weil ich mir auch schon vorstellen kann, dass du vom Trainer und vom Betreuungsteam her halt auch die Mannschaft dann ganz anders da irgendwie begleiten musst, weil natürlich du, wenn du Fehler machst, in so ein Loch halt auch viel tiefer reinfängst, weil du halt eben kein Drumherum hast, was dich da vielleicht wieder aufhängt. Also auch da musst du mit den ganzen Spielern ja auch auf so einer psychischen Ebene komplett anders da arbeiten. Von daher würde ich mir halt schon irgendwie so ein Stück weit wünschen, dass so ein paar Spiele stattfinden, auch wenn ich nicht weiß, ob ich sie angucke. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Thema jetzt erstmal irgendwie leben, weil was wäre denn die Konsequenz? Das Ding wird abgebrochen und dann? Ja, nee, ja, Leute, oder es gibt, wollte ich nämlich gerade sagen. Nee, ich würde tatsächlich, was in dieser aktuellen Diskussion auch wieder zu kurz kommt, ist wieder, und ganz ehrlich, bei diesem Conora-Scheiß ist ja tatsächlich so, dass wir müssen, und das haben wir uns auch schon oft gesagt in der Bewertung bei Fußball 2000 oder hier auch, weg von der Kurzfristigkeit, und da ist das auch so. Ganz ehrlich, Leute, die jetzt sagen, 9. Mai ist zu früh, ja, ganz ehrlich,
von mir aus, dann fängt es halt am 1.6. an, dann sind die Diskussionen die gleichen. Ja. So. Also das Ding ist tatsächlich, es geht hier, ich glaube, es geht der DFL auch nicht darum, boah, das muss am 9. passieren, das muss am 9. passieren. Nee, dann passiert es seit Ende Mai. Wenn es Ende Mai nicht passiert, dann passiert es seit dem Juni. So, und was hat der René gesagt? Ja, dann wird's abgebrochen. Was machen wir dann? Ja, wir spielen anderthalb Jahre kein Fußball oder was? So. Also, Leute, es muss irgendwie probiert werden und die DFL ist tatsächlich auch nicht das gesamtgesellschaftlich größte Problem. Sorry. Nee. Ganz ehrlich, es hat heute jemand getwittert, das fand ich gut, den Tweet so, von wegen, ja, diese ganzen Bratwürste, die nicht gegessen werden, die ganzen Gelder, bla bla, die jetzt brach liegen wirtschaftlich, die landen mit Sicherheit auch jetzt nicht direkt eins zu eins dahin, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Krankenhäusern oder irgendwelchen Tests oder sonst irgendwas so. Also es ist tatsächlich so, dass du einfach so viele verschiedene Dinge gerade hast und jeder probiert irgendwie so gut wie möglich da durchzukommen. Die Politik versucht das zu moderieren, was auch nicht leicht ist. Also ich wäre jetzt wirklich nicht gerne Politiker gerade. Und da ist die DFL auch nur ein Teil. Und wenn die nicht stattfindet, dann stirbt keiner. Aber es ist trotzdem legitim zu diskutieren, wann machen wir das? Und dann schauen wir mal. Also ich finde diese Diskussion und ich finde, dass sie so aufgeheizt und so von beiden Seiten mit so einer Ablehnung schon wieder gemacht wird, das nervt mich ganz ehrlich. Das ist immer der Fall gewesen, es hat immer genervt, diese Schwarz-Weiß-Diskussion. Ja. Jetzt müsste es tatsächlich fast Gesetze dagegen geben, so. Es müsste Gesetze dagegen, weil jetzt ist es der allerschlechteste Zeitpunkt, ja, sich Schwarz und Weiß zu bekriegen bei so einer schwammigen Situation, wo eigentlich, geboten sein sollte, dass alle irgendwie auf irgendeine Weise zusammenhalten. Und wenn irgendjemand wirklich die besten Argumente gegen den Bundesliga-Start hat und der formuliert das ohne Hass und ohne irgendwie so dann gibt's doch mit Sicherheit niemanden, der sagt, nee, das machen wir trotzdem. Nein, so, weißt du, also es ist doch tatsächlich so, sollte es so sein, dass das einfach zu gefährlich ist, die Bundesliga fortzusetzen. Ich kenne niemanden, ich kann für mich persönlich dann halt nur sprechen, der dann auf die Barrikaden gehen würde. Also, meine Güte, so. Und das ist genau der Punkt. Ich finde, du sprichst es sehr, sehr schön an, weil im Endeffekt ist es ja genau so. Leben wir gerade in Zeiten, in denen wir sowieso nicht gedacht hatten, dass wir irgendwann mal darin leben würden. Ja, und jetzt müssen wir alle versuchen, klarzukommen. Jetzt gibt es einfach Perspektiven, es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, wie die DFL, die sie jetzt angeboten hat. Hier, das ist unser Konzept. So würden wir es machen mit der Bundesliga. Nehmt's an oder lasst sein. So ist es ja im Endeffekt. Ne? Nehmt's ja, an oder lasst sein. Und deswegen ist es total cool und wäre total sinnvoll, wenn wir in einer ähnlichen Art und Weise darüber sprechen, weil es gibt eine gesellschaftliche Diskussion, aber die muss ich leider immer wieder in so Eckpunkte verfahren und nicht irgendwie einen Dialog finden. Natürlich ist es klar, dass ich jetzt gerade mit, René, du hast eben vorhin richtig angesprochen, mit Söder und mit Laschet gesehen habe, dass die beiden jetzt gerade schon ein bisschen Wahlkampf machen und der eine sagt früher, die Bundesliga kann starten als der andere, nur damit die irgendwie einen Vorteil haben. Und jetzt macht der Laschet, hat jetzt Laschet auch noch der alte Küchenbauer hat jetzt noch die Kirchen jetzt irgendwie freigeschaltet, will ich mal meinen. Er hat jetzt freigespielt in seinem Corona-Level, ja, und die können jetzt auch sich alle wieder treffen, was auch eine fragwürdige Aktion ist. So, da waren einige fragwürdige Aktionen dabei, ja, aber lassen wir es sein. Genau, aber es ist völlig schade, dass so die Diskussion geführt wird, weil das hätten die jetzt gar nicht machen müssen. Die müssen nicht vorpreschen. Man kann einfach einen Dialog führen und sagen, wenn alles gerade so gut, einigermaßen gut bleibt, wir haben zuletzt ganz gute Zahlen gehabt, wir haben eine relative Verflachung gerade gehabt, dann ist das doch eine Option, über die wir sprechen können. Nicht mehr, nicht weniger. Es gibt Punkte dafür und dagegen. Und das nervt aber, dass es immer diese Kontrapunkte. Nein, das darf nicht passieren und das ist die einzig richtige Meinung. Ich glaube nicht, wir leben in Grautönen. Ja, das finde ich ganz ehrlich. Und wenn das irgendwann mal wirklich wichtig war, dann jetzt so. Also dann ist es halt wirklich so. Also ich finde tatsächlich, dass das Gefühl habe, an gewissen Stellen wird es überhaupt nicht mal die Diskussion erlaubt. Und das verstehe ich halt nicht. Also es ist doch ganz normal, es ist doch, liegt doch in der Natur der Sache, dass jeder gerade probiert, natürlich auch solidarisch, aber auch für sich selber zu gucken, wie komme ich am besten damit klar. Und dann bewegt man sich in den Regeln, die gerade festgelegt werden. So. Ja. Und wie gesagt, und ich glaube tatsächlich, wenn es halt nicht geht, dann geht's nicht so. Also wenn wir jetzt, durch diese Lockerungen, die jetzt sind und durch die Osterfeiertage jetzt, wir verspätet 2-3 Wochen irgendwelche Zahlen kriegen, die dramatisch sind. Ja. Ganz ehrlich, denkt ihr denn, dass einer dann als allererstes denkt, oh nein, jetzt kann die Bundesliga nicht weitergehen? Also Leute. Ja. Genau das. Wird nie passieren. Genau das ist, wenn in 2 Wochen, du hast vollkommen richtig gesagt, René, wir müssen ja eh mal die Zahlen abwarten. Ne? Ich meine, jetzt trudeln die Zahlen von Ostern ein. Wir werden dann jetzt nicht diesen Montag, sondern den nächsten Montag langsam dann sehen, wie das alles so mit der Entwicklung ist oder vielleicht auch ein bisschen vorher nach der Ladenöffnung und dann müssen wir alles mal gucken. Ne? So, und dann plätschert das dahin. Und wenn alles wieder erwarten recht positiv läuft, dann spricht ja da auch nichts dagegen, irgendwie irgendwann, ja, Mitte Mai, dann
unter den Voraussetzungen, die gegeben sind, wenn halt das Konzept so eingehalten wird, dass es immer noch genügend Tests gibt. Ich finde es ganz cool, dass die Bundesliga halt auch sagt, sie wollen Geld zur Verfügung stellen, damit mehr getestet wird, so muss es laufen. Dann gibt es dann die Möglichkeit, dann kann man überlegen, ja, mache ich es oder mache ich es nicht. So. Ja, und wenn aber halt alles scheiße ist, dann wird es nicht gemacht. Aber die Idee ist verkraftbar. Und trotzdem ist es auch vollkommen okay, wenn man als Fan sagt, für mich ist es nichts, ich werde nicht einschalten und ich will nicht, dass es läuft. Aber man muss halt die das Mehrheit. Das ist doch der nächste Punkt. Eben, das ist doch genau der Punkt, den dann hat doch dann jeder zu sagen, nee, dann schaue ich nicht. Dann gibt es keinen Einschaltquoten, dann gibt es kein das. Also so, weißt du, dann ist halt. Genau. Doch. Ja. Genau. Und dann, es ist schwierig. Ja? Also es ist tatsächlich auch weiterhin, ganz ehrlich, und Fußball ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Teil meines Lebens, aber gerade jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht der wichtigste. So, also es ist tatsächlich so, dann denkst du, gut, müssen wir gucken, wie das also allgemein alles weitergeht, so mit diesen ganzen Kacksachen. Ne? Ja. Naja, Freunde. Das Einzige, ich glaube, was wir haben jetzt wirklich sehr gut beleuchtet. Auf jeden Fall. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, was ich wirklich doch durchaus kritisieren kann, und auch, ich weiß, wenn das alles relativ kurzfristig, aber dass halt keinerlei Vorstöße von Sky wirklich gab. Also ich meine, natürlich hat mir am Montag nicht die ganze Art und Weise gefallen, wie das alles publik wurde, alles bei der Bild-Zeitung. Großartig mit dem Livestream und so, das hat alles ein Geschmäckle gehabt, das hätte man echt anders machen können. Da merkt er, dass die DFL da schon auch, naja, ihre Beziehung spielen lässt und dann irgendwie plötzlich die ganzen komischen Geister, die ja zugeschaltet wurden, Rummenigge und Watzke, ne, die sich dann irgendwie ein Geilheitsbesäufnis dann irgendwie sich da abfeiern lassen und so, das war der ganzen Sache tatsächlich ein bisschen unwürdig. Und ich muss halt sagen, bei Sky finde ich es halt schade, dass es anscheinend nicht irgendwie den Ansatz gab, das Produkt zu verändern, zumindest nicht so, wie ich es höre, weil das hätte ich cool gefunden, weil ich weiß nicht, ob Sky großartigen Vorteil dadurch zieht, dass sie jetzt irgendwie für relativ nahe Zukunft wahrscheinlich Geisterspiele übertragen, wenn sie alles so machen wie vorher. Ich glaube, ganz ehrlich, da ist bei denen noch nicht das Verständnis dafür da, dass das nicht funktioniert. Das dauert ja, 2-3 Spieltage, sein, bis die eben anhand von Einschaltquoten und so weiter festgestellt haben, dass das Produkt Bundesliga, wo sie sich ja so super jetzt auch drüber gefreut haben, dass das bald wieder zu sehen ist, dass das nicht so zieht, wie es bisher gezogen hat. Das wird ein bisschen dauern, bis die das verstanden haben. Und ich hoffe einfach inständig, dass sie dann gute Ideen haben, wie sie das Produkt anders da umsetzen können. Und wenn nicht, werden wir halt nicht mehr einschalten. So ist es halt. Ja, dann gehen die Zahlen halt weiter runter und dann müssen sie sich halt überlegen, was da passiert. Ja. Ja. Das wird ja dann auch wieder Auswirkungen auf Lizenzen haben, die irgendwie versteigert werden. Ja, das Thema kommt ja auch demnächst dann noch. Ja, naja, es bleibt spannend, was du jetzt gesagt, wir haben es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Ich weiß immer noch nicht, ob ich einschalten werde. Vielleicht aus beruflicher Sicht schon. Aus emotionaler Sicht würde ich das wahrscheinlich trotzdem eher distanziert betrachten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am ersten Spieltag auf jeden Fall einschalten werde, weiß aber nicht, ob ich das danach dann wieder tue. Das wird es tatsächlich zeigen, wie das Produkt ist und wie emotional anstrengend das für mich ist. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt ganz kurz darüber nachdenke, um abschließend da eine Prognose bei mir abzugeben, ich glaube, ich werde die Eintracht-Spiele trotzdem alle schauen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja. Ist sehr hoch, ja. Gut. Darüber hinaus weiß ich nicht. Naja, Freunde. Na gut. Nun gut. Viel mehr war ja nicht, glaube ich. Viel mehr war bei dem Thema DFL, glaube ich, nicht. Vielleicht noch einen kurzen Punkt. Ich finde es gut, dass sie tatsächlich jetzt auch dieses Geld, was da zurückgelegt worden ist, sinnvoll versuchen einzusetzen, um damit Dritte Liga und Frauenbundesliga zu unterstützen, auch wenn ich persönlich finde, dass die 7,5 Millionen wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sind und man da gerne mal irgendwie eher mit dem Doppelten hätte agieren können, aber sehen wir mal das Positive, es ist ein Weg in die richtige Richtung und dass man da auch dran denkt und da was tut, finde ich gut. Auf jeden Fall besser als nichts. Ich finde auch. Und auch, dass die Frauenbundesliga damit einbezogen wurde, ist natürlich auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung. Ja. Natürlich geht mehr immer. Da muss man dann natürlich auch Rabatt abwarten, ob es notwendig ist, was da noch gebraucht wird. Schauen wir mal. Aber die Zeichen fand ich schon nicht so schlecht. Bei allem, ich weiß auch jetzt schon, welche Kritik sich unter unseren Kommentaren auch bei YouTube wieder tummeln werden, die alles sagen, wir sind dazu wohlwollend und so weiter und so fort. Aber man muss auch irgendwie echt mal lernen, auch nicht immer nur das Schlechte zu sehen. Muss ich tatsächlich auch sagen. In allem, wir können immer drüber reden. Wir haben heute ausführlich darüber geredet, aber es lohnt sich da schon, beide Seiten zu sehen. Ja, dem würde ich so zustimmen. Dann lasst uns doch nochmal vielleicht über ein bisschen mehr
von unserem eigenen Eintracht-Bezug reden. Marvin hatte ja die wunderbare Hausaufgabe letzte Woche bekommen, sich eine neue Rubrik auszudenken, weil die unser erster Titel oder wie wir sie genannt hatten, war ja jetzt rum. Und Marvin, du hast ja was Tolles Neues ausgedacht. Ja, mehr oder weniger auf jeden Fall. Und zwar geht es darum, mein erstes Trikot tatsächlich, ja. Ich wollte von euch wissen, und ich werde selber erzählen, wie es bei mir ist, was war euer erstes Trikot, hoffentlich von der Eintracht, vielleicht auch nicht von der Eintracht, und welcher Spieler war es? Basti, was war dein erstes Trikot? Mein erstes Trikot, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, 90, 91 oder 91, 92. Das war auf jeden Fall dieses Samsung-Trikot mit Höchst der Werbung. Ach, so ein geiles Trikot. Eines der schönsten Eintracht-Trikots meiner Meinung nach aller Zeiten, so. Ich suche es auch immer noch. Also wenn jemand eins in L hat, sehr gerne Bescheid sagen. Ja. Auf jeden Fall war da tatsächlich, und manche Leute wissen es, glaube ich, schon, ich habe es auch irgendwo schon mal zugegeben, muss man ja heutzutage sagen. Bei mir war es tatsächlich die Nummer 7. Das war Andreas Möller. Damals gab es noch keinen Namen, aber es war auf jeden Fall die Nummer von ihm. Geil. Junger Eintracht-Spieler, für mich immer noch tatsächlich auf dem Platz einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten. Ach, kann man schon so sagen. Man muss ihn ja nicht zwingend total geil finden. Aber ich habe ja gesagt, auf dem Platz. Ich habe ja extra auf dem Platz gesagt. Und als kleiner Junge, als ich das Trikot erworben, beziehungsweise habe ich es nicht gekauft, sondern ich habe es quengeligerweise irgendwie bekommen, dann, weil ich nicht locker gelassen habe. Ja, da wusste ich auch noch nicht, was er dann im Anschluss alles mit meinen Emotionen anstellen würde. Liebe Grüße an der Stelle. Naja. Das war auf jeden Fall dieses Ding. Geil, war aber für dich eine klare Entscheidung damals. Also du hast gesagt, okay, Möller, das ist der Geil. Möller war über Jahre mein Lieblingsspieler. Also war tatsächlich so diese Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Ja, das war so. Man ist ja halt auch, wenn man klein ist, ist man auch irgendwie, keine Ahnung, dann verfestigen sich ja solche Vorlieben schneller so. Also wenn man sich teilweise manchmal anhört, was man sich früher für Musik angehört hat oder für Fernsehserien geschaut hat, die altern teilweise nicht so gut. Andreas Möller ist tatsächlich sowas in meiner Sozialisation. Dieser Fußballer Andi Möller ist einfach für mich magisch gewesen so, als Kind sowieso und auch so mit fortlaufendem Alter dann. Für mich immer noch ein mega geiler Kicker. Ja, und das wollte ich halt damals haben und das war damals auch eine mega geile Mannschaft, die Eintracht, die dann, naja, ein Jahr später knapp Meister geworden wäre fast, naja. Geil, aber cool. Also es ist ein saugeiles Trikot. Immer das noch ist mein erstes Trikot, ich hab's nicht mehr. Das ist das Schlimmste an diesem ersten Trikot. Ey. Okay, das ist echt bitter, aber es ist ein schönes Trikot tatsächlich, muss man sagen. Ne? Mag ich gerne. Richtig gut. René, wie sieht es denn bei dir aus? Ich stelle gerade fest, dass ich eine gewisse Parallele zu Basti habe. Ich habe nämlich mein erstes Trikot auch nicht mehr. Es ist irgendwann mit meinem ersten Eintracht-Schal auf mysteriöse Art und Weise auf meinem Auto verschwunden und ich habe es nie wieder gefunden und ich weiß auch nicht, ob es entwendet wurde oder was damit passiert ist. Von daher habe ich es leider auch nicht mehr. Und das erste Trikot, was ich habe, ist von der Eintracht ist das Trikot von der Eintracht aus der Saison 96-97, das mit Mitsubishi Motors in rot-schwarz-weiß gestreift. Ich ärgere mich echt, dass es nicht mehr da ist. Ich habe da sehr viele tolle Erinnerungen drin an die ersten Stadionzeiten mit dem Trikot. Dann auch irgendwann zwischendrin aus Aberglaube, so dieses von wegen, die Eintracht hat zweimal hintereinander gewonnen, ich wasche das jetzt nicht mehr. Das habe ich dann glücklicherweise irgendwann wieder gelassen. und Beflockung hatte ich ganz lange nicht. Ich habe komischerweise immer, wenn ich Trikots gekauft habe, sie ohne Flock gekauft. Ich habe tatsächlich jetzt das erste Trikot, das hatte ich ja vor kurzem schon erzählt, mit Spielernamen und Beflockung gekauft und das war ja ist jetzt das aktuelle Euroleague-Trikot mit Kostic hinten drauf. Alle Trikots davor ohne. Okay. Aber okay, ja, ich kann das absolut nachvollziehen, ohne Trikots, ohne mit Trikot, aber ohne Name. Ich habe mir nur den Namen gekauft. Trikot brauche ich, den habe ich schon. Den lasse ich mir tätowieren, also nur den Namen. Den mache ich immer hinten drauf. Ja, ich lasse so abziehen, genau. Bah! Das ist mein Backstick. Oberkörper, genau. Aber nur auf der Rückseite, wie man letztens in dem YouTube-Video sehen konnte. So sieht es nämlich aus, ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Das habe ich nämlich in
der Folgezeit dann auch mal gemacht, aber mein allererstes Trikot war von Ralf Weber, also das war das Trikot in der Saison 95-96, das war Tetrapack noch. Ne? Das Gelbe? Nee, nicht das Gelbe, leider nicht, das Gelbe hätte ich sehr gerne gehabt. Ich habe das danach gehabt, mit dem Adler auf dem Bauch tatsächlich da, ne? Also genau, mit diesem, dieses Rote. Mit diesen quer verlaufenden Streifen immer wieder. Ist das, glaube ich, das? Ja, genau. Ja, richtig, okay. Genau. Genau, das in dem Adler unten auf dem Bauch und so weiter und so fort. Ah, ja, da gerade. Genau, das war das. Genau, genau. Das hat mir tatsächlich irgendwie ganz gut gefallen. Ich fand die anderen davor auch nicht schlecht. Und ich hatte Ralf Weber gewählt, weil das war tatsächlich für mich einer der Anknüpfungsspiele früher. Denn das war so ein Spieler, den habe ich sogar auch mal bei der Nationalmannschaft gesehen. Und da habe ich gedacht, krass, so ein Spieler bei der, bei der Eintracht, mega geile Nummer, da muss ich ein Trikot von holen. Und das war wirklich einer der ganz, ganz wenigen, die ich dann wirklich auch mit Namen geholt habe. Danach habe ich es lange sein lassen, habe irgendwann mal nochmal ein Trikot gekauft mit einem Spielernamen. Da müsste ich nochmal gucken, was da hinten drauf war. Da sind wir dann aber abgestiegen, ja. Und dann. Ich wollte gerade sagen, Marvin sollte eigentlich gar keine Trikots haben. Genau. Und nämlich da kommt nämlich die schlimmste Sache. Und irgendwann, ich habe dann lange keine Trikots mehr gehabt. Und irgendwann habe ich dann ein Trikot geschenkt bekommen von der Eintracht. Also nicht von der Eintracht, aber also ein Eintracht-Trikot habe ich geschenkt bekommen. Und zwar war da hinten Sebi Jung drauf. Und da sind, ich glaube, es war Jung. Oder war es Ochs? Es war Jung. Es dürfte Jung gewesen sein. Und da bin ich dann auch, ist die Eintracht ja dann auch abgestiegen. So, ne? Und seitdem kaufe ich mir keine Trikots mehr und erst recht nicht mit Leuten hinten drauf. Das hat jetzt auch die Gründe, weil, naja, Transfers, die vergehen relativ fix. Aber ich habe da keine gute Erinnerung dran. Aber an das erste Trikot hatte ich noch eine gute Erinnerung. Das war Ralf Weber. Das war ein cooles Trikot damals. Ich würde es heute nicht mehr anziehen, weil es heute zu absurd aussieht im Vergleich zu anderen. Ja, aber das konnte sich auch damals einigermaßen sehen lassen. Ich glaube, aus heutigen modischen Gesichtspunkten sind die Zweitliga-Trikots von 96 bis 98, die du zum Beispiel auch hattest, René, sind da besser gealtert. Ja, das ist es. Also, ja, schöne Kategorie auf jeden Fall. Ja, wobei ich finde gar nicht, dass das so schlecht gealtert hat. Es ist halt relativ unruhig, aber es ist halt mal tatsächlich so ein bisschen ein anderer Stil. Es ist halt nicht so, nicht so klassisch ruhig, wie du es ja jetzt ganz oft hast, sondern es ist halt ein bisschen Bewegung drauf. Ich finde es heute würde ich schön. Mir nicht mehr kaufen. Heute würde ich es mir nicht mehr kaufen. Ja. Also heute finde ich, es ist schon unique, will ich mal machen. Ja, da finde ich wirklich dein klassisches, da mit den geraden Streifen und so weiter, fand ich besser. Oder wie gesagt, davor, ich finde ja auch diese absurden Dinger von, also Tetrapack-Dinger fand ich irgendwie auch ganz lustig, ne? Hängt aber damit zusammen, dass ich das auch irgendwie mit JJ Okocha verbinde und dem sowieso alles cool ist, ne? Ja, aber. Naja, aber es ist trotzdem interessant zu sehen, welche unterschiedlichen Personen da so drauf waren. Schreibt ihr uns mal, welches euer erstes Trikot war. Oh ja, das würde mich richten. Was ihr da drunter stehen, was ihr da draufstehen hattet oder mit was ihr das in Verbindung bringt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht sind da ja auch sogar ein paar ganz neue dabei. Oder vielleicht hat irgendjemand mal, oh Gott, erinnert ihr euch noch dieses Genion-Trikot? Ich fand Genion gar nicht so schlecht, das Trikot gar nicht so schlecht, aber Genion und Fiat Intercom, das war schon alles eine merkwürdige Zeit. Genion muss ich jetzt nachgucken. An die Fiat Intercom-Dinger erinnere ich mich noch. Die fand ich tatsächlich auch nicht so geil. Ah, jetzt hier Genion. Oh, ja, die habe ich, glaube ich, komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt. Und wenn ich mir die jetzt so angucke, dann sehe ich auch, warum. Also wer da auf die Idee kam, dieses gelb-blaue Genion-Logo auf dieses rote Trikot da drauf zu knallen, der gehört auch bis heute mit dem Klammerbeutel gehauen. Und zwar stundenlang. Ja, zum Glück. Meine Fresse. Der mal irgendwann Fraport, das hat das Ganze ein bisschen verbessert. Das Fraport danach, das habe ich dann auch. Irgendwann wollte ich mal dieses Ausweichtrikot und zwar dieses Bembel-Trikot. Weißt du, das fand ich irgendwie gar nicht so schlecht. Ich habe es aber dann verpasst zu kaufen, als es irgendwann im Angebot war. Es gab es dann irgendwann für 20 Euro oder so, hätte ich mal mitnehmen sollen. Weil irgendwie so die Idee fand ich gar nicht so verkehrt. Ja. Naja. Na gut, schreibt es mal in die Kommentare. Genau, schreibt in die Kommentare, was euer erstes Trikot war, welcher Spieler drauf stand und können wir ja mal gucken, was da so drinsteht, dann können wir es ja in der nächsten Woche nochmal aufgreifen. Sehr gerne. An dieser Stelle. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr in die Historienkiste greifen und mal schauen, was heute vor 20 Jahren passiert ist. Liebe Zuschauer, Alexander Schur.
Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga! Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, weil in der Saison 99-2000 wird noch Fußball gespielt und wir müssen dann da jetzt dann mal über den 30. Spieltag reden. Nochmal kurz zur Erinnerung, weil es jetzt schon ein Moment her ist, wir haben beim letzten Mal natürlich logischerweise über den 29. Spieltag gesprochen und da über den 1-0-Sieg der Eintracht über Werder Bremen, womit sich die Eintracht in dieser Saison von einem Abstiegsplatz wegbewegt hat und tatsächlich endlich wieder auf einem Nicht-Abstiegsplatz gelandet ist mit ein bisschen Vorsprung und ja, müssen jetzt ran am 30. Spieltag an einem Samstag. Und wisst ihr noch, wer der Gegner ist? Nein. Nicht die geringste Ahnung. Nicht die geringste Ahnung. Der Gegner heißt 1. FC Kaiserslautern. Oha, oha. Der sich vor diesem Spiel... Da bin ich auf die Aufstellung gespannt. Ja, der sich vor diesem Spiel auf dem 7. Tabellenplatz befindet. Und die Aufstellung sah wie folgt aus. Fangen wir damit an. Lautern ist gestartet mit Koch im Tor, mit Sforza als Libero. Davor Schonberg und Strasser. Davor ein relativ großes Mittelfeld mit Buck, Basler, Roos, Komjenovic und Reich und ganz vorne Petersen Reich. Und Tare. Okay. Stefan Reich hat bei Kaiserslautern gespielt. Nein, das war Marco Reich. Marco Reich. Ohne Scheiß, was war das für ein merkwürdiger Fußballer, oder? Marco Reich. Aber auch so ein gehypter Nationalspieler. So Ballack und Reich. Du hast das Gefühl gehabt, Ballack und Reich sind so auf einer Ebene und dann, ja, die Karrieren sind ein bisschen auseinandergegangen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ach, genau, es ist auch noch dreimal gewechselt worden auf Seite von Lautern. Nämlich Tare wurde irgendwann ausgewechselt, dafür kam Marschall. Strasser ist ausgewechselt worden, dafür kam Lutz. Und Petersen ist ausgewechselt worden, dafür kam Klose. Mhm. Guck an, ein junger Miro Klose. Ein junger Miro Klose, genau. Schöner Sendungstitel. Ja. Genau, und der damals schon nicht mehr junge Trainer Otto Rehhagel saß bei Lautern auf der Bank. Was ich komplett verrafft habe, ist, dass der Komjenovic mal... Wollte ich gerade sagen, ich habe gedacht, du hättest dich deine Zeile verlesen. Nein. Komjenovic mal zu Lautern gegangen, ist krass. Der hat bei Lautern gespielt, ich kann dir auch gleich sagen, von wann bis wann, von 99 bis 2001, 2 Jahre. Oh, krass, okay. Gute Mannschaft tatsächlich. Also Schönberg. Ich kann sagen, so Basler, Sforza, Schönberg. Jeff Strasser, der Luxemburger. Gefühlt Jeff Strasser, wollte gerade sagen, der längste Hals der Bundesliga nach Railton. wer war das? Der Pettersen? War das so ein kleiner Dicker? Ich glaube, Jürgen Pettersen war so ein kleiner Rothaariger von Gladbach auch, kam der. Ah ja, super. Jürgen Pettersen. Jürgen Pettersen. Der hat, ja, jetzt sehe ich es. Ja, hat so eine freche Friese gehabt. Sah einfach genau. So leicht dicklich aus. Ja, kam von Gladbach und ging danach nach Kopenhagen. Oh, okay. Okay. Was macht er denn jetzt? Der Trainer. Sieht aus wie so ein typischer Trainer tatsächlich. Könnte sein. Können wir gleich nochmal gucken. Jetzt lassen wir mal gerade auf die Aufstellung der Eintracht gucken. Wir haben gespielt mit Heinen im Tor, mit Kracht, Hubschef und Kutschera in der Abwehr, davor im Mittelfeld Gebhardt, Rasiewski, Schur, Schneider und Held und ganz vorne Young und Reichenberger. Alter, was eine surreale Truppe, Alter. Ja. Und wir haben auch dreimal. Dass jemand wie Bernd Schneider mal mit jemandem wie Alexander Schur zusammenspielen musste. Also, das ist schon. Das ist ja, es war aber nicht Bernd Schneider, es war Uwe Schneider. Ah, okay. Gut, okay, genau, das macht den, die Sache. Den haben wir übrigens ausgewechselt und dafür kam dann Zampach rein, dann haben wir noch Young ausgewechselt, dafür kam Salou rein und wir haben Reichenberger ausgewechselt, für den kam dann Fjordhoff rein. Wie viele Spiele hat denn Uwe Schneider für die Eintracht gemacht? Das kann ich dir gleich versuchen zu sagen. Kannst du dich noch an den Uwe Schneider erinnern, Basti? Ehrlich gesagt nicht. Also ich bin mir jetzt gerade leid. Ich zweifle an, dass es den gibt. Der hat 16 Spiele für die Eintracht gemacht. Ganz ehrlich, jetzt sehe ich.
Krass, Uwe Schneider, aber ganz ehrlich, er sagt mir gar nichts, wirklich nicht. Komplett blinder Spot. Wie gesagt, er hat auch nur 16 Spiele für die Eintracht gemacht. Müssen wir mal Christian Lossner in die Sendung holen. Ja, auf jeden Fall. Der wird uns dann wahrscheinlich ein Leben über ihn erzählen. Ich wollte gerade sagen, der war wahrscheinlich mit Uwe Schneider in einer Klasse. Krass. Naja, okay. Freunde, bleibt spannend, ob die Eintracht es schafft. Genau. Ja, bevor es diese Spiele gab, gab es erstmal noch etwas anderes. Das Spiel hat stattgefunden am Samstag, den 14., wenn ich das richtig sehe. Und die Eintracht ist schon mit einer gewissen Vorbelastung in dieses Spiel reingegangen. Es gab nämlich am Tag davor, an dem Freitag, ein Urteil des DFB-Lizenzierungsausschusses, weil es Vereine gab, die sich beschwert haben, unter anderem der SC Freiburg. Die Eintracht habe gegen ihre Lizenzauflagen verstoßen, weil sie sowieso schon so hoch verschuldet waren und dann noch in der Winterpause kostspielige Transfers mit Reichenberger, Heinen und Sobotski getätigt haben und hat deswegen das Ganze gemeldet und die Eintracht musste sich vor dem Lizenzierungsausschuss ja, quasi rechtfertigen. Und an dem Freitag gab es dann auch direkt das Urteil, das nämlich bedeutete Punktabzug und, also 2 Zähler Punktabzug und 500.000 Mark Geldstrafe, womit man schon wusste, dass man zwar tabellarisch noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz steht, aber wenn die 2 Punkte wieder runtergerechnet werden, man wieder voll drin ist in der Kirmes. Oh, scheiße. Die sympathischen Freiburger hier, gell? Die sympathischen Freiburger. Kannst du nächste Woche bei 93 mit David mal ein ernsthaftes Wörtchen reden. Auf jeden Fall tun. Was sagt Streich dazu tatsächlich? Ich weiß nicht, war der damals schon Trainer? Wahrscheinlich, oder? Das mische mir mal, der ist die Verantwortung für unseren eigenen Verein. Das hat mit Eintracht gar nichts zu tun. Und was kann die Eintracht da vom Handball lernen, vielleicht vom Freiburger Handball oder so? Freiburger Handball. Das werde ich, ganz kleiner Spoiler, das werde ich ausführlich am Montag bei 93 machen. Was wäre vom Handball? Und was der Handball vielleicht von mir lernen kann. Vielleicht sehr, sehr immer gespannt. Wieder feste Nahrung zu sich nimmt, Alter. Naja, Grüße. Nun gut, trotzdem ging die Eintracht sehr motiviert in dieses Spiel und hatte so eine gewisse Jetzt-erst-recht-Manier und wollte eigentlich dort Punkte mitnehmen. Und ihr merkt schon an meiner Art und Weise, wie ich das formuliere, dass das nicht so richtig am Ende funktioniert hat. Ist, wie gesagt, sind sie sehr engagiert aufgetreten, hatten auch tatsächlich erste Torchancen durch Gebhardt in den ersten 20 Spielminuten, haben es aber nicht geschafft, diesen Ball da über die Linie zu kriegen und dann setzte in der 57. Minute Basler zu einem relativ langen Sololauf an und hat dann passenderweise den Ball dem Herrn Reich vor die Füße gespielt und der macht in der 57. Minute das 1-0 und das ist dann am Ende leider auch das einzige Tor in diesem Spiel. Jetzt habe ich noch über den Reich so hergezogen. Ich kann sagen, ja, wir sind schuld, Alter. We called it, mehr oder weniger. Ja, so ja? Mehr oder weniger. Marco Stefan Reich. Ich bin jetzt auch sauer auf den Stefan Reich. Das ist ein guter Sendungstitel. Marco in Klammern Stefan Reich. Ja, sehr gut. Jetzt würde ich sagen, haben wir den Titel doch schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und da auch ein Scheißsturm tatsächlich. Reichenberger und Young, ey. Ja. Also Young, das fand ich nicht gut, aber gut. Nee. Ja. Nee. Und damit große Stimmung am Betze vor ausverkauftem Haus. Gewinnt Lautern 1-0 und kämpft sich damit von Platz 7 am Ende auf Platz 6 nach vorne und steht auf einem internationalen Tabellenplatz. Und die Eintracht steht, wie gesagt, noch auf dem Nicht-Abstiegsplatz, weiß aber, dass ja nach 4 Spieltagen da nochmal 2 Punkte runtergerechnet werden. Mhm. Und ist dann wieder voll drin. Ganz ehrlich, diese Lauterer, ne? Ich hasse diese Lauterer, aber ich würde schon mal ganz gerne mal wieder gegen die spielen. Ja, wäre schon irgendwie geil. Das wäre schon irgendwie da. Ja, Freunde. Ja, na gut. Nun gut. Dann werden wir nächste Woche sprechen über den 31. Spieltag, logischerweise. Und da muss die Eintracht ran beim Hamburger Sportverein, dem Tabellendritten der Saison 99-2000 zu diesem Zeitpunkt. Na, die sollen mal rumkommen. Die sollen mal kommen, die Hamburger. Die sollen mal kommen. Genau.
da werden wir dann in der nächsten Sendung drüber sprechen. Gut, Friends. So, dann machen wir jetzt hier noch die Empfehlungen und dann sind wir, glaube ich, auch alle mehr als durch für heute. Aber erstmal den Jingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, dann schauen wir mal, was ihr zu empfehlen habt. Basti hatte schon im Vorfeld angedeutet, er hat mindestens eine Empfehlung. Vielleicht ist es noch ein bisschen mehr geworden in der Zwischenzeit. Ne, ich habe nur eine. Gut, dann schießt los. Ich hab nur eine Empfehlung und zwar Grüße an die Jungs von The Zone. Die wissen ja, habe ich ja vorhin schon angeteasert, die wissen auch nicht momentan, was sie so machen sollen. Es läuft nicht viel, was sie im Angebot hätten eigentlich. Und da dachten die sich, die machen mal ein paar Retro-Games und ab Samstag 15:30 wird es verfügbar sein. Ist das Inter Mailand gegen Eintracht Frankfurt. Und das war ja ein Spiel, das kann man sich, glaube ich, nochmal anschauen. Da waren coole Szenen dabei. Liebe Grüße an Luka Jovic. Richtig geil. Und auch, kann man sich nicht nur angucken, man kann ja auch den Tour, unseren Trip kann man sich, glaube ich, auch immer noch angucken bei The Zone, oder? Genau, stimmt. Oder? Ja, das wird auf jeden Fall auch im Vorfeld dieser Übertragung, die von Danny da Costa und Ralf Gunesch, glaube ich, kommentiert wird, nochmal nach im Real Life. Ach, die kommentiert das quasi nochmal nach. Das hatte ich heute. Genau. Und dann werden die kleine Doku, die bei uns gemacht wurde, wird da im Rahmen dieses Spiels natürlich auch zu sehen sein. Hervorragend. Samstag, ich glaube ab 15:30 hattest du gesagt, ne? Korrekt. Also quasi heute. Wenn das hier wann rauskommt, weiß ich nicht. Genau. Ja, das könnte ein bisschen vor 15:30 online sein, aber quasi genau. Also beste Anschlusszeit, die es gibt. Samstag 15:30 hinsetzen, Datsen anmachen, Eintracht-Spiel gegen Inter Mailand mit Felgenralle und Danny da Costa als Kommentatoren anklicken. Ich weiß jedenfalls, was ich morgen mache. Super. Sehr gut. Ich gucke auch rein und abends mache ich gleich weiter. Und zwar, dann wird es der Bespaßungssamstag, kann man sagen. Morgen Abend, also am Samstagabend, gehen wir mit dem Ringfuchs live. Und da ihr jetzt eh schon so viel über Wrestling gehört habt und dann vielleicht noch ein paar Fragen habt, dann könnt ihr die gerne an uns stellen. Wir sind live mit dem Ringfuchs, bestimmt für 1 bis 2 Stunden. Wir reden ausschließlich positive Sachen, da, über die wir mal reden wollen, über die versteckten Helden des Ringsports, des Wrestlings, die vielleicht sonst nicht so ganz so viel Scheinwerferlicht auf sich gescheint bekommen. Aber wir werfen das Licht genau da drauf und ansonsten geben wir immer noch gerne auf Fragen ein. Wir werden einen eigenen Chatraum haben und seid gerne dabei. Das ist eine Empfehlung. Sehr gut. Das Wundersamstag. Klingt doch danach, als wenn man da wirklich einen sehr schönen Samstag mit verbringen kann, wenn man sich für Fußball und für Wrestling interessiert. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen dann um meinen Sonntag, aber gut, da überlege ich dann, wenn es soweit ist. Ich habe leider nichts Empfehlungstechnisches. Ich bin außer Arbeiten und Matheaufgaben die Woche zu nicht wirklich viel gekommen. Und von daher klinke ich mich da an dieser Woche ein bisschen aus. Ist ja nicht so schlimm. Ich bin sehr, sehr hungrig und freue mich auf meinen Feierabend. Genau, dann würde ich sagen, haben wir auch gar nicht lange rum. Es war uns wie immer eine Freude, für euch da draußen hier eine Folge produzieren zu dürfen. Ich sage nochmal an dieser Stelle vielen Dank für alle die uns hier regelmäßig mit Feedback und auch finanziell unterstützen. Wir gucken mal, was sich so tut und wann wir in der nächsten Woche wieder senden. Ich sage jetzt absichtlich keinen Tag und kein Datum, weil es ja gerade auch alles so ein bisschen unklar ist und man auch gucken muss, über was es zu reden oder was zum Reden gibt, aber ich glaube, da wird uns schon das ein oder andere einfallen, von daher behaltet mal die Webseite und die Social Media im Auge. Wir sagen danke, wünschen euch eine schöne Restwoche, ein halbwegs erträgliches Wochenende und melden uns zu gegebener Zeit wieder. Bis dahin, macht's gut!
Frankfurt.